Hallo zusammen, herzlich willkommen entweder zurück oder überhaupt zum zweiten Tag unseres Patientenkongresses. Heute Vormittag gab es ja schon spannende Workshops und hier geht es jetzt weiter im Programm mit erstmal medizinischen Themen. Wir haben aber auch noch andere Punkte nachher. Zum Beispiel turnen wir ein bisschen zusammen, wer Lust hat. Also wir sollen uns ja auch immer bewegen. Und das heißt, steht noch einiges auf dem Programm, aber jetzt geht es erstmal um den hormonabhängigen Brustkrebs, metastasiert. Und ich freue mich sehr, hier zwei wirklich ausgewiesene Experten und Expertinnen sitzen zu haben. Ihr wisst, ich bin nicht gut im Gendern, aber ihr wisst, was ich meine. Frau Professor Diana Lüschner, Chefärztin vom Emanuel Klinik, von der Emanuel Klinik in Märkische Schweiz, und Professor Marc Till, Agaplesion, Markus Krankenhaus Frankfurt. Ich freue mich sehr, dass wir hier zusammen das spannende und wichtige Thema hormonabhängiger Brustkrebs metastasiert diskutieren können. Ich glaube, was wir in den letzten Jahren viel diskutiert haben, ist aber mittlerweile angekommen. CDK4/6-Inhibitoren sind doch meistens in der First Line, haben sich durchgesetzt, und wir wissen auch alle, dass Patientinnen in der Regel eine ganz gute Lebensqualität haben unter CDK4/6. Umso größer ist die Angst, was kommt eigentlich danach? Gibt es ein Leben danach und gibt es ein Leben mit einer guten Lebensqualität danach? Und das ist ja so ein bisschen tatsächlich immer wieder Diskussion. Es gibt andere Tumorarten, HER2 positiv, da gibt es viele Linien, die ganz klar sind. Und jetzt wollen wir mal diskutieren, wie es weitergeht. Frau Professor Lüftner, gibt es ein Leben nach CDK4/6? Ne, es gibt nicht nur eins, sondern es gibt einen ganzen Blumenstrauß an Optionen. Und das macht vielleicht auch das Bild manchmal so ein bisschen unklar. Aber vom Grundsatz her muss man sagen, bleibt erstmal auch nach einem CDK4/6-Inhibitor die antihormonelle Therapie die Grundidee. Es sei denn, die Patientin hat schon auf die erste Linie nur kurz oder gar nicht angesprochen, dann würden wir faktisch von der endokrinen Resistenz ausgehen. Und dann sollte man sich überlegen, ob man hier nicht von diesem Dogma der weiteren endokrinen Behandlung Abstand nimmt. Aber vom Grundsatz her ist auch die zweite mit Einschränkung, die dritte Linie eine hormonelle oder antihormonell basierte. Und da haben wir ja Optionen. Wir haben Exemestane und Everolimus. Wir haben das Alpelisib. Da gibt es ein bisschen ein Problem. Sie haben es schon angedeutet, dass in der ursprünglichen Studie die Patientinnen ja nicht mit CDK4/6-Inhibitoren vorbehandelt waren. Und wir blöderweise jetzt in Deutschland weitestgehend Anträge stellen müssen für Alpelisib, wenn eine PI3K-Mutation da ist, und die gerne auch mehr abgelehnt werden, weil die moderne Patientin ja jetzt eben mit einem CDK4/6-Inhibitor behandelt. Es ist ganz eine extrem unglückliche Situation. Ich bin aber auch kürzlich, habe über Weihnachten ein Gutachten für das Sozialgericht Dresden geschrieben, wo ich mal gesagt habe, Leute, ihr könnt jetzt nicht hingehen und diese Anträge deswegen ablehnen. Aber vom Grundsatz bleibt es eine endokrine Therapie am Anfang. Und das heißt, die Chemotherapie, die klassische, würden Sie erstmal nach hinten schieben? Oder gibt es auch Fälle, wo Sie sagen, ah, jetzt wäre doch eine Chemotherapie auch gut? Guter Punkt. Wir haben natürlich jetzt gerade auf dem großen Brustkrebskongress in San Antonio die Right-Choice-Studie gesehen, und da es war schon. Viele warten, sagen ja immer, da muss man noch warten und die Endpublikation ist nicht da. Aber im Prinzip war das ja die Gretchenfrage, die wir immer gestellt haben wollten. Patientinnen mit einem hohen therapeutischen Druck, mit einem drohenden Organausfall, brauchen die Chemotherapie oder endokrine Therapie? Geht das auch mit einem CDK4/6-Inhibitor? Und erstmal muss man sagen, das ist mindestens genauso gut, beziehungsweise vom progressionsfreien Überleben sogar noch besser. Und dann kommt es darauf an, wie lange hält die Patientin. Je kürzer das vorangehende Intervall auf eine endokrine Therapie, desto eher würde man auf eine Chemotherapie wechseln. Das ist, glaube ich, eine biologische Entscheidung und eine Frage der Beobachtung. Was hat die Patientin eigentlich vorher gemacht und wie lange hat das angehalten? Dann würde man wechseln. Das ist so ganz grob orientierend mein Ansatz.
Prima. Marc, es gibt ja verschiedene Biomarker oder ne, die man testen kann beim hormonabhängigen Brustkrebs. Da gibt es zum Beispiel die PIK3CA-Mutation, wir haben drüber gesprochen, Alpelisib. Da gibt es auch die BRCA-Mutation, da gibt es die ESR1-Mutation. Was ist wann sinnvoll? Oder sollte man nicht direkt bei Metastasierung schon alles testen, damit man dann die weiteren Therapielinien besser planen kann? Oder was macht wann Sinn? Ja, das ist eine exzellente Frage, Eva. Wir sind ja froh, wenn wir diese Biomarker haben, weil wir dann zielgerichteter agieren können. Und sind natürlich dann in einer gewissen Art und Weise auch gezwungen, das gleich am Anfang durchzuführen. Also jeder handhabt das ja ein bisschen anders, aber ich denke mal, wenn jemand in die metastasierte Situation eintritt, dann kann man das zumindest diskutieren oder aber zumindest bei einem Progress, also bei einem Fortschreiten der Erkrankung durch eine erneute Biopsie, eine erneute Biopsie der Metastase dann nochmal überprüfen. Ich denke aber, es gibt Mutationen, die sind wirklich stabil und ändern sich einfach nicht mehr. Und eine PIK3CA-Mutation, die ist einfach relativ stabil, die kann ich auch gleich am Anfang testen. Ich kann auch eine BRCA-Mutation gleich am Anfang testen. Die wird sich auch nicht mehr verändern. Eine ESR1-Mutation ist eine Mutation, die als Resistenzmarker klassifiziert werden kann. Das heißt, das wäre dann eher eine erworbene Mutation, die im Laufe der Therapie kommt. Und da macht es sicherlich Sinn, die dann auch erst zu testen, nachdem beispielsweise Diana Lüftner hat ja gesagt, eine CDK4/6 Inhibition nicht mehr funktioniert. Und wenn dieses, und Diana, du hast es ja auch angesprochen, wenn man relativ zügig auf eine CDK4/6-Hemmertherapie nicht anspricht innerhalb der ersten 6 Monate, dann ist so eine ES1-Mutation tatsächlich sinnvoll zu überprüfen. Und wir haben ja in den USA jetzt einen sogenannten selektiven Östrogenrezeptor-Degradator, dass wir das ist dran zugelassen bekommen. Wir erwarten das hier für das Quartal 4, also dann irgendwann im Spätherbst oder Winter. Und da ist zumindest jetzt mal gefordert, eine ES1-Mutation vorliegen zu haben, um dieses Medikament einzusetzen. Dann sieht man auch schon, dass das eben sinnvoll ist und dass dieser Schritt eben dann auch mit einer Therapieentscheidung sozusagen parallel läuft. Braucht man da wieder eine neue Tumorprobe oder kann man das auch am Blut bestimmen? Ja, genau. Wir werden ja immer moderner und man kann es an beidem überprüfen. Ich glaube, wir sind alle jetzt auch aus San Antonio, das war ein Brustkrebskongress im Dezember letzten Jahres ja wiedergekommen und haben die Daten dort zu den sogenannten SERDs gesehen und natürlich auch dann diskutiert darüber, wie bestimmt man das. Und wir wissen, dass man es am Gewebe bestimmen kann, dass man es aber eben auch aus dem Blut bestimmen kann. Und ich glaube, wir sind alle nach Hause gefahren und gesagt, jetzt müssen wir mal überprüfen. Wo bestimmen wir es denn jetzt eigentlich? Ja? Macht das unser Labor? Macht das der Pathologe? Mit wem starte ich jetzt eine Diskussion? Und ich glaube, das ist jetzt auch schon passiert, damit wir immer vorbereitet sind. Und wir haben uns jetzt entschieden, aus dem Blut das zu machen. Aber man kann das genauso aus dem Gewebe machen. Und das macht dann sicherlich Sinn, unabhängig davon, wenn es möglich ist, eben bei einem Fortschreiten der Erkrankung immer eine frische Biopsie aus der Metastase zu haben. Denn der Tumor kann sich ja auch andersartig verändern und dann gibt es ja auch Marker, die wir noch gar nicht besprochen haben, die möglicherweise auch eine therapeutische Rolle spielen. Ja, das heißt, die Biomarker, die stabil sind, kann man ruhig schon frühzeitig testen, aber dann gibt es eben die, die sich im Laufe der Erkrankung entwickeln können. Und da muss man dann natürlich vor einer neuen Therapieentscheidung testen. Frau Professor Lüftner, hier im Chat kommen schon einige Fragen. Kann man nicht auch einen CDK4/6-Inhibitor nochmal nach einem CDK4/6-Inhibitor geben, vielleicht mit einer anderen antihormonellen Kombinationstherapie? Wäre das eine Möglichkeit? Das ist eine brillante Frage, muss ich sagen. Er trifft den Zahn der Zeit extrem gut. Tatsächlich haben wir jetzt mindestens zwei Studien gesehen mit unterschiedlichen CDK4/6-Inhibitor und unterschiedlichen hormonellen Backbones, nennen wir sozusagen Basis-Hintergrundtherapien, wo es ausreichend Anhalt dafür gibt, dass das nützlich sein kann. Und ich darf Sie alle nur einladen dann zur AGO-Vorstellung im März. Da haben wir tatsächlich auch eine neue Empfehlung eingefügt, die dich aber darf ich aber jetzt nicht verpetzen. Tatsächlich ist das eine Option. Auch da würde ich es davon abhängig machen, wie gut und wie lange und mit welchem Kombinationspartner hat man das eigentlich gemacht. Und da muss man dann auch so ein bisschen die Hose runterlassen, wenn Sie so wollen. Also die Daten sind besonders
ein bisschen besser oder in der Gesamtschau, wenn man vorher Palbociclib gehabt hat, dass man dann auf Ribociclib geht. Ich würde mal sagen, grundsätzlich ja und besonders in dieser Konstellation. Oder Marc, wie siehst du das? Das ist eine ganz tricky Frage. Ja, deswegen hast ja auch du die bekommen und ich habe ja erstmal deine Antwort genossen sozusagen. Aber ich bin natürlich total mit dir einer Meinung, wie das meistens der Fall ist, denn wir haben ja sicherlich mal ein bisschen aufs Detail raufzuschauen, ob man das kategorisch einfach so sagen kann oder nicht. Und das ist ja schön im Detail ausgeführt. Also ich glaube, was wir alle mitgenommen haben, ist, dass man nicht mit dem gleichen CDK4/6-Hemmer weitermacht. Da gibt es ja durchaus auch Ideen, dieses Neudeutsch Treatment Beyond Progression, also dieses Weiterführen einer Therapie und dann nur das Wechseln des Partners, was wir an Daten momentan vorliegen haben, wenn man sich dazu hinreißen lässt, eine solche Therapieoption zu ziehen, dass man dann eben den CDK4/6 wechselt und natürlich den antihormonellen Partner nach dem Aromatase, wenn wir dann früher was drankommen. Und das ist jetzt sicherlich nicht etwas, was wir als Standardtherapieoption haben, weil die Datenlage interessant ist, aber nicht so belastbar, wie wir uns das wünschen würden. Aber keine Frage, es bleibt eine Therapieoption, die wir natürlich auch verwenden. Und dann muss man einfach dann eben das von Patientin zu Patientin adjustieren. Gibt es da überhaupt eine Zulassung oder wird es eine Zulassung geben von einem nach dem anderen oder ist es dann wieder eine Sache von, ich sage mal, lästigen Anträgen? Eine brillante Frage, Frau Schumacher-Wolf. Deswegen habe ich vorhin jetzt auch versucht, den Herrn Till mit ins Boot zu ziehen, weil ich es schon geahnt habe, dass das kommt. Fakt ist es, dass dieses keine Zulassung hat. Fakt ist es, dass man Anträge stellen muss. Und leider Gottes sind wir alle erwachsen genug, dass die Wahrscheinlichkeit, dass so ein Antrag abgelehnt wird, sehr hoch ist. Und dass man dann es, weil es keine so belastbare Datenlage gibt, auch von dem Sozialgericht, ob man durchkommt, halte ich für sehr unklar. Ich glaube das, und das wird häufig so sein, dass man hier viele Therapeuten mit zusammen mit ihren Patientinnen versuchen, unter dem Radarschirm zu fliegen. Na? Und Ja. man muss auch ehrlicherweise sagen, wer viel fragt, kriegt viele blöde Antworten und die eine oder andere Antwort will ich dann auch nicht hören. Und ja, dann machen wir das in der Hoffnung, dass wir nicht erwischt werden. Das ist offen, das ist einfach so. Ja, und wir setzen uns alle dafür ein, dass vielleicht irgendwann Ärzte entscheiden können, wie Patienten behandelt werden und nicht die medizinischen Dienste. Das wäre ja schon mal noch, aber da, wir arbeiten dran, aber ich glaube, das dauert noch ein bisschen. Marc, eine Frage aus dem Chat. Kann man nicht einfach bei Palbo die Dosis wieder erhöhen bei einem Progress? Ja, wenn es so einfach wäre. Ich meine, wir haben ja das Günstige an CDK4/6-Hemmern wie in allen Erhaltungstherapien mittlerweile ist, dass man mit der Dosis spielen kann. Ansonsten würde aus einer möglichen Erhaltungstherapie ein kurzes Unterfangen werden, wenn man mit einer bestimmten Dosis dann eben nicht behandeln könnte. Sie da draußen wissen, dass ja die so eine Therapie bekommen, dass wenn die Dosis zu hoch ist, gibt es zu viele Nebenwirkungen, also reduziert man das. Da gibt es auch ganz dezidierte, zum Glück gibt es das nämlich, das kann dann jeder nachlesen, dezidierte Empfehlungen der Fachinformation, an die man sich dann auch gut halten kann. Von daher hat das natürlich, der Gedankengang natürlich nicht unbedingt nur damit zu tun, die Dosis mal wieder zu erhöhen, sondern die Frage resultiert ja dann, wenn ich dann erhöht hätte, ja, so dass es dann sinnvoll wäre, dann muss ich dann wieder reduzieren und dann landen wir natürlich in einer Situation, die wir so einfach gar nicht gewünscht haben, denn die Ausgangsplanung ja gewesen ist, mit einer höheren Dosis einzusteigen. Was man ganz generell sagen muss, ist, dass die Dosis angepasst wird an den menschlichen Organismus, an den Metabolismus, an die Zellteilung. Wir sehen ja deswegen auch, dass die Daten zu einer reduzierten Dosis nicht dazu geführt haben. Und das gilt für alle CDK4/6-Hemmer, dass es irgendeine Effektivitätseinbuße gegeben hat. Also von daher kann man sagen, wenn die Dosis stimmt und die stimmt, wenn man es gut verträgt und wenn man es so verträgt, dass man eben auch lange therapieren kann, dann funktioniert das auch und dann gibt es eben auch keinen Grund zu erhöhen, weil man dann wahrscheinlich auch wieder reduzieren würde. Prima. Das heißt dann eher noch der Wechsel auf den anderen und das haben wir ja gerade besprochen. Genau. Frau Professor Lüftner, jetzt haben wir gesagt, BRCA-Mutation, da gibt es ja zugelassene PARP-Inhibitoren. Bei einer PIK3CA-Mutation gibt es Alpelisib, was auch beantragt werden muss.
nach CDK 4.6 schwierig, haben wir gerade besprochen. Und jetzt gibt es ja noch, was viele Tumoren mit, die hormonabhängig sind, die ursprünglich mal als HER2 negativ klassifiziert worden sind, die sind ja jetzt als HER2 low klassifiziert. Was hat es denn damit auf sich und wann sollten Patientinnen testen lassen oder wurde das schon getestet, ob ihr Tumor nicht HER2 low ist, weil es da ja auch eine Therapieoption gibt? Ja, wunderbare Frage. Das ist sozusagen die Rose in dem Blumenstrauß der Therapieoptionen, glaube ich, die uns da sozusagen ins Haus geflogen ist innerhalb der letzten 1,5 Jahre. Man darf sagen, von den Patientinnen, die wir heute sehen, sind tatsächlich ungefähr 60% HER2-low. Das bedeutet, sie haben ein bisschen HER2, sind nicht null, aber haben auch nicht die hohe Expression oder die Genvermehrung, um sie als HER2-positiv einstufen zu können. Tatsächlich betrifft es also relativ viele Patientinnen und die haben jetzt die Option, mit dem Trastuzumab deruxtecan behandelt zu werden und das macht ja einen ganz klaren und hervorragenden Gesamtüberlebensvorteil. Das ist prima. Wir müssen aber schon auch sagen, das ist eine, so ein Antikörper, der bringt im Rucksack ein Chemotherapeutikum mit. Das heißt, das ist Chemotherapie, es macht Nebenwirkungen wie Chemotherapie und muss so gemanagt werden wie Chemotherapie. Das ist prima, das erweitert unser Portfolio, das erweitert auch unser biologisches Verständnis, aber es ist keine Easy-Peasy-Therapie. Das muss man einfach mal sagen. Es muss robust gemanagt werden und verlangt von Doktor und Patientin als Pärchen eine hohe Disziplin. Das heißt, im Nebenwirkungsmanagement und dass bestimmte Symptome auch, die auf eine Nebenwirkung hindeuten können, dass das alles offen besprochen wird und ganz von jemand gemanagt wird, quasi, der sich auskennt mit der Ja. Situation. Und ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, das muss sogar sehr engmaschig gemanagt werden, weil es Trastuzumab deruxtecan kann eine Nebenwirkung machen, die gefährlich sein kann. Wahnsinnig selten, aber gefährlich sein kann, die sogenannte Pneumonitis, also eine nicht infektiöse Lungenentzündung. Und die muss man sehr früh anamnestisch durch Symptome rausfischen, ehe man die Patientin sehr schnell ins CT schickt. Und deswegen mache ich bei meinen Patientinnen, auch wenn die das am Anfang ganz komisch finden, immer ein Hustenprotokoll. Dann sagt mir die Patientin, ich huste nicht, dann sage ich, machen Sie bitte ein Hustenprotokoll und schreiben Sie null. Nur damit die lernt, sich selbst zu beobachten, ob und wann sie hustet. Denn wir husten alle. Ja, wir haben alle unsere morgendliche Bronchialtoilette. Und damit wir das als Grundlage nehmen können, um später zu vergleichen, auf einem ganz einfachen Niveau. Das heißt, Sie sagen, eine Substanz, die nicht easy peasy ist, kein Spaziergang. Das heißt, würde man dann vielleicht versuchen, andere antihormonelle Kombinationstherapien vorher noch zu machen? Oder wie wäre die Reihenfolge? Oder ist es von der jeweiligen Situation abhängig? Also ich glaube, die alte Dogma, solange endokrine Therapie wirksam ist, beziehungsweise eine ernsthafte Chance aufgrund des bisherigen Verhaltens mit sich bringt, dass sie wird, machen wir endokrine Therapien. Und dann wechseln wir über auf die große Schublade der Chemotherapien beziehungsweise Antikörperwirkstoffkonjugate. Und da wird natürlich das Trastuzumab deruxtecan aufgrund seiner erheblichen Überlebensvorteils weit vorne sein, ist aber grundsätzlich einmal gedacht gewesen für Patienten, die bereits schon eine Chemotherapie erhalten haben. Okay, Marc, ich will es aber noch komplizierter machen. Es gibt ja noch ein Antikörperwirkstoffkonjugat, was auch beim hormonabhängigen Tumor funktioniert. Das heißt Trastuzumab. Wo ist das jetzt einzuordnen? Die Datenlage zu Sacituzumab govitecan, die ist aktuell so, dass es doch noch ein bisschen weiter hinten reinsteht. Denn das Trastuzumab deruxtecan, was Jan Lüftner gerade ja
so schön erläutert hat, das ist zugelassen nach ein bis zwei Chemotherapien in der metastasierten Situation. Und bei den Sacituzumab-Govitecan, da mussten die Patienten mindestens zwei und höchstens vier Chemotherapien gehabt haben. Das heißt, diese Patienten in der Studie, die hatten eben auch ja, einen Haufen anderer Therapien im Vorfeld, sodass wir eigentlich ganz froh sind, dann eben auch, wie wir ja sagen, so in der späteren Linie dann noch eine Therapieoption zu haben. Das Ganze ist tatsächlich, und das weißt du auch, Eva, eine Momentaufnahme, denn momentan laufen so viele Studien, wir werden praktisch alle Vierteljahre, wenn wir auf die Kongresse gehen, überholt. Es stehen Zulassungen im Raum, weil schon positive Meinungen von den Arzneimittelbehörden gegeben worden sind, so dass wir uns tatsächlich auch im laufenden Jahr immer wieder Gedanken machen müssen, was machen wir denn dann zuerst und was machen wir dann an zweiter, dritter, vierter Stelle. Ich glaube, was ganz wichtig ist, und das hat Jana ja auch so im Nebensatz durchsickern lassen, wenn wir die endokrin basierte Therapie, also die Kombination aus einer antihormonellen Therapie und irgendeiner anderen neueren Therapie, wenn wir da immer wieder sozusagen nur noch kurze Zeiträume abdecken können, der krankheitsfreien Zeit, dann ist es tatsächlich sinnvoll, mal mit der Chemotherapie auf im wahrsten Sinne des Wortes auf diese Zelle draufzuhauen. Denn diese Resistenzen, die da akquiriert worden sind, die führen jetzt nicht unbedingt dazu, dass wir weiter immer noch mal einen kleinen Marker, noch mal einen kleinen Marker, dann muss man tatsächlich mal mit Chemotherapie agieren. Und das bieten eben diese Antikörper-Wirkstoffkonjugate bieten das sehr schön, weil sie einfach eine Eintrittspforte über einen Rezeptor an der Zelloberfläche haben und dann aber eben in die Chemotherapie in der Zelle sich gelöst hat, diese Chemotherapie eben auch rausgehen kann und andere Zellen attackieren kann. Also deswegen haben wir genau die Situation, dass wir eben HER2-Low, also den HER2-Rezeptor in dem, so wie wir das messen, durch die Pathologen dann eben einem niedrig positiven Segment einsetzen können. Wir haben aber auch gesehen, dass Sacituzumab-Govitecan auch in dieser Gruppe funktioniert, ne? Also wir haben jetzt einfach mehrere Therapieoptionen. Und Sacituzumab-Govitecan wird eine Erweiterung bekommen, eine Zulassungserweiterung für die hormonrezeptor-positive Patientin, über die wir gerade sprechen. Bei Trastuzumab-Deruxtecan, was Frau Lüftner besprochen hat, da haben wir jetzt die Zulassung schon bekommen. Das heißt, wir werden mit dem einen dann schon arbeiten und das andere wird dann eben auch uns zukommen und dann wird sich einfach im Laufe der Zeit dann schon herauskristallisieren, was kommt dann in der Kaskade, in der Sequenz vor dem anderen. Da muss man aber auch sagen, das ist ja zum Glück auch dann immunotherapeutische Freiheit und auch Sinnhaftigkeit, wenn man in einer bestimmten Therapielinie gelandet ist. Also für Sie als Patientin da draußen, wir haben einen Haufen Medikamente, die wir jetzt einsetzen können. Frau Lüften sagte schon, im Blumenstrauß, da gibt es da die Rose, da gibt es die Lilie und es gibt noch was ganz anderes und sind immer froh, dass wir diese Möglichkeiten haben. Ja, Frau Professor Lüfter, es gibt einen Blumenstrauß und Sie haben gesagt, es gibt ganz viele Leben nach CDK4/6-Inhibitor. Jetzt, Marc hat es gerade gesagt, die Zulassungen oder die neuen Studiendaten, die kommen ja so schnell mittlerweile, dass jedes halbe Jahr oder Vierteljahr bei einem großen Kongress wieder was Neues vorgestellt wird, was für uns ja ein Segen ist, weil jede Option bedeutet ja für uns möglicherweise ein verlängertes Leben, ein besseres Leben, ist zumindest Hoffnung. Jetzt, wenn die Zulassungen so schnell kommen, hintereinander weg, dann hat man ja gar nicht Erfahrung, was wirkt wonach. Und dann kommen vielleicht auch die medizinischen Dienste und sagen, ja, aber in der Studie wurde gar nicht gezeigt, dass das nach dem gewirkt hat. Aber das gab es vielleicht zu dem Zeitpunkt noch gar nicht. Also es wird ja einfach wahnsinnig kompliziert, was schön für uns ist. Aber wer blickt überhaupt noch durch? Und wie können Sie das... Wie gehen die Experten dran zu sagen, wir machen einen Therapiealgorithmus unter den und den Annahmen? Also wie entsteht so der Gedanke, was macht Sinn, in welcher Reihenfolge? Ah, das ist eine War das brillante jetzt zu Frage. durcheinander die Frage? Nee, Sie haben. Nö, 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 das ist ehrlich gesagt brillant. Und dafür macht die AGO ja dann auch immer so eine eigene Taskforce für Algorithmen. Was wann kommt. Also ich glaube, es gibt ein paar übergeordnete Regeln. Erstens, man muss immer, wenn eine Substanz einen Überlebensvorteil macht, einen nachgewiesenen Überlebensvorteil, muss sie relativ weit vorne
in die Therapielinien kommen. Wenn eine Substanz wenige und vor allen Dingen keine kumulativen, permanenten Nebenwirkungen macht, muss sie relativ weit vorne hinkommen. Drittens, und wir sind in einer Sitzung zum metastasierten Mammakarzinom, da muss man auch ehrlich sein, jede Patientin muss die Chance gehabt haben, eine für sie verfügbare Substanz zu erhalten. Das sind so die drei ganz übergeordneten Grundregeln. Und jetzt kommt es nach dem Patientenwunsch und auf der individuellen Profile der einzelnen Patienten an, wie man das Spiel spielt. Das klingt jetzt auch wieder komisch. Wir spielen ja immer ein Spiel Ping-Pong oder Pong-Ping. Je nachdem, wie es geht, Hauptsache, in diesem ganzen Spiel gibt es möglichst viele Aufschläge. Dann passt es für die individuelle Patientin. Ansonsten haben wir wunderbare Kollegen, die das alles versuchen, in Algorithmen aufzuschreiben, wo man sich dann durchhangelt. Und Sie haben völlig recht, es kommt irgendwann mal der Punkt, wo die Datenlage die Sequenz nicht mehr komplett abbilden kann, weil die Reihenfolge der Zulassungen nicht mehr passt. Und dann ist es unsere Aufgabe, entweder uns da durchzukämpfen, gegebenenfalls auch mit den Patienten sich beim MDK durchzukämpfen. Das mache ich jeden Tag, das macht auch Herr Till jeden Tag. Und wir versuchen vom Hintergrund noch mitzuschieben. Marc, jetzt mache ich es noch ein bisschen komplizierter, beziehungsweise eine Frage aus dem Chat. Der triple-positive Brustkrebs, sprich hormonabhängig und HER2-positiv. Was machst du da? Ich glaube, das ist eine wirklich tolle Frage, die uns immer in Verlegenheit bringt. Denn wir wissen alle noch gar nicht so genau, wie wir den triple-positiven Krebs ideal behandeln. Denn das, was wir gelernt haben, ist, soweit der HER2-Rezeptor überexprimiert ist, das heißt also da ist, das Gegenteil ist von HER2-low, dann sollte man eben eine HER2-gerichtete Therapie einsetzen, die eben diesen Rezeptor attackiert. Und die Studien, die gemacht worden sind, die sind in Kombination mit Chemotherapie und in Kombination mit einer Antihormontherapie durchgeführt worden. Und die größte Effektivität, die haben wir einfach für die Chemotherapie als Kombinationspartner gesehen. Jetzt wird man natürlich fragen, gibt es denn da Unterschiede? Und ist denn nicht die triple-positive Patientin eine, die dann eben weniger auf Chemotherapie anspricht? Und das ist tatsächlich leider nicht der Fall, aber und wir sehen immer in den Studien mit einer Hormontherapie in der Kombination, dass das eben dann trotzdem funktioniert. Ich glaube, dass wir vielleicht ein bisschen mehr molekular uns darum kümmern müssten, was ist das für eine Erkrankung, von der wir wissen, dass sie beim frühen Brustkrebs in 30, 40% ja keine HER2, keine klassische HER2-positive Erkrankung ist, sondern eher eine Luminal B-Erkrankung ist. Luminal B steht dann für Hormonrezeptor positiv, aber eben nicht molekular klassisch für die HER2-positive Subgruppe. Das heißt, auch aus der Antwort wird schon irgendwie klar, dass es dann doch ein bisschen komplizierter, als es eigentlich ist. Und wir sind eben noch nicht in der Lage, dann zu sagen, ah, alles klar, das ist die Therapie für, das ist die Therapie für, das ist die Therapie für. Den einzigen Vorteil, den wir tatsächlich haben, ist, dass wir eine Erhaltungstherapie nach Chemotherapie machen können, die ja nicht ohne Ende gegeben werden kann. Es ist eben keine Erhaltungstherapie, eine Chemotherapie. Und das eben nach ein paar Zyklen Chemotherapie sollte es dann nicht mehr auszuhalten sein, nicht mehr zu tolerieren sein, dass wir dann natürlich einen Kombinationspartner haben mit einer Antihormontherapie, die wir dann eben mit einer HER2-gerichteten Therapie zusammengeben können. Aber so richtig differenziert betrachten wir es bedauerlicherweise nicht. Da gibt es viele Gedanken, aber die sind noch nicht zu Ende gedacht. Frau Professor Lüftner, jetzt fragt im Chat eine Zuhörerin, wenn das doch jetzt alles so kompliziert ist, müssen wir uns dann vor einem Therapiewechsel generell eine zweite Meinung einholen? Wunderbare Frage. Also es ist so, ich finde Zweitmeinungen sehr gut, weil es Unsicherheit nimmt. Ich bin aber offen genug, klar zu sagen, eine Zweitmeinung ist auch nur so gut wie Ihr Therapeut. Das heißt, wenn man eine Zweitmeinung sich einholt, muss man wirklich zu einem exquisiten Spezialisten kriegen, weil sonst gilt wieder das, was ich vorhin schon gesagt habe, wer viel fragt, kriegt viele Antworten. Und ich wundere mich immer wieder, wenn Patientinnen
eine Zweitmeinung von Brustkrebs sich holen bei einem Darmkrebsspezialisten. Dann sage ich mir, okay, gut, kann man machen, kann man aber noch besser machen. Also ich denke ja, zweitens, ich bin da auch immer ganz offen, wenn mich jemand fragt, was ich davon halte. Zweitmeinung halte ich viel davon, wenn es ein guter Spezialist ist. Und ich glaube, man darf damit auch ganz offen umgehen. Ich bin immer froh, wenn die Patientinnen mir das sagen, weil das ein Zeichen ist, dass sie auch zu mir Vertrauen haben. Und ich höre mir immer gerne an, was ein anderer Spezialist sagt. Man kann eigentlich damit nur dann verlieren, wenn der Zweitmeinungsdoktor kein richtiger Brustkrebsspezialist ist. Und so viele gibt es davon ja nicht. Das muss man ja auch mal sagen. Also Zweitmeinung gerne, aber von jemand, der sich auch tatsächlich auskennt. Genau, ich glaube, das ist eine gute Idee. Unsere Zeit ist leider schon zu Ende. Hier sind auch noch einige Fragen im Chat, aber ihr könnt die Fragen auch per E-Mail schicken. Aber Frau Professor Lüftner ist ja jetzt noch im Treffen, Sie den Experten in einem separaten Raum, steht noch für Fragen zur Verfügung. Da gibt es unter dem Fenster hier einen Button, Treffen mit den Experten. Professor Till ist leider nicht mehr dabei, den nehme ich nämlich mit in die nächste Runde, wo es um klinische Studien geht, um die Vorstellung des Onconets Rhein-Main. Und deswegen nehme ich Professor Till mit und Frau Professor Lüftner, vielen, vielen Dank für Ihre Zeit am Wochenende, dass Sie uns unterstützen und dass Sie auch sonst immer für uns da sind, wenn wir von der Redaktion Unterstützung brauchen, um Hilfe rufen, Rat brauchen. Vielen, vielen Dank, dass Sie immer für uns da sind. Immer Und für alle, gerne. die noch Fragen haben, jetzt im separaten Raum noch dann die Beantwortung der Fragen. Gut, Vielen, dann vielen Dank. wechsle ich mal. Ja, Tschüss. tschüss, Okay, schon Diana. mal. Ciao. Tschüss. Tschüss, Tschüss. Marc. Ciao. Hallo zusammen. Ja, jetzt in größerer Runde. Frau Heidinger ist auch mit mir. Wir reden jetzt über klinische Studien beziehungsweise ein Netzwerk, was wir euch vorstellen wollen. Und das ist das Onconet Rhein-Main, ja ein Kooperationspartner unserer Veranstaltung. Und zwar seit Anfang an, als wir den Kongress noch in Frankfurt hatten, in echt und jetzt auch bei der digitalen Veranstaltung mit dabei das Onconet Rhein-Main. Und so ist es auch nicht verwunderlich, dass auch unsere drei Experten, und ich muss zum Glück diesmal nicht gendern, dass unsere drei Experten auch aus dem Rhein-Main-Gebiet kommen, nämlich Professor Till vom Markus-Krankenhaus in Frankfurt, Professor Tesch vom Bethanien-Krankenhaus in Frankfurt und Professor Jakisch vom Sana-Klinikum in Offenbach. Hallo. Wer Fußballfan ist, weiß, Eintracht und Offenbach Kickers ist nicht so der Hit, aber ich glaube, ihr versteht euch ganz gut. Hans, könntest du vielleicht kurz erklären, ihr seid alle Gründungsmitglieder von diesem Netzwerk und es beschäftigt sich mit klinischen Studien. Was genau ist der Hintergrund dieses Netzwerks? Ja, lieben Dank, Eva, für die freundliche Einführung und für die Einladung, dem wir gern gefolgt sind. Wir haben vor etwa 8 Jahren überlegt, dass es vielleicht an der Zeit sei, im Rhein-Main-Gebiet mit vielen Zentren eine Zusammenarbeit, eine Plattform zu gründen, wo wir intensiv zusammenarbeiten können. Denn es macht wenig Sinn, heute Brustkrebs alleine zu behandeln, sondern das geht viel besser in einem Team und in einer Plattform. Und diese Plattform bieten wir unseren Kooperationspartnern an, auf verschiedenen Ebenen zusammenzuarbeiten, zum Beispiel bei der Durchführung von klinischen Studien, aber auch mehr bei anderen Fragen zur Genetik, zur Pathologie, zur Molekularbiologie. Und wir haben es erreicht, immerhin in den letzten 5 Jahren, dass 20 Zentren da in dieser Plattform mitarbeiten, auch schriftlich ihr Einverständnis gegeben haben und dieses Onconet Rhein-Main lebt.
Denn wir machen beispielsweise eine ganze Reihe von Fortbildungen. Da sind wir in der Zwischenzeit zum Marktführer geworden mit 1000 bis 2000 Zuhörern, Zuschauern in der digitalen Welt. Und das kommt sehr gut an. Für uns hat es den Vorteil, nicht jeder muss es alleine machen, sondern eben gemeinsam sind wir sehr viel stärker, erreichen sehr viel mehr. Und für Studien vor allem ist diese Plattform geeignet, dass wir halt für Patienten in der gesamten Plattform viel mehr Studien anbieten können und es auch gegenseitig Patienten zuweisen und damit Patienten besser helfen können, die richtige geeignete Studie für sie zu finden. Vielleicht von mir eine Frage gleich dazu, vielleicht dann an Christian. Wie schafft ihr denn, euch gegenseitig zu informieren, welche Studien wohl laufen? Ja, wir haben ja lange noch Briefe geschrieben, aber wir machen das genauso, wie wir das jetzt hier machen. Wir nutzen die Internetplattform und haben in den ersten Jahren uns überlegt, wer macht welche Studie. Es macht keinen Sinn, wenn jeder die gleiche macht, nur weil sie momentan eine interessante ist, sondern wir haben das aufgeteilt, haben eine Homepage, die kann man vielleicht nochmal einblenden zum Schluss und da kann man sich informieren. Und wir treffen uns regelmäßig und einmal im Monat in der Vorstand besprechen die Studien. Und das hat auch dazu geführt, dass diejenigen, die Studien anbieten, jetzt nicht bei jedem vor der Tür stehen und jeder sagt, ich mache es, sondern wir schaffen es auch rein logistisch nicht. Also es gab Studien, die an einem Zentrum auf einmal 30, 40 Patienten rekrutiert haben. Ja, dann hat man gar nicht so viel Personal. Dann ist es gut, wenn eine andere Studie in einem anderen Zentrum gemacht wird oder diejenigen, die operieren, wie Herr Till und ich zum Beispiel, die kümmern sich um solche Studien. Und Herr Professor Tesch ist ja ein niedergelassener internistischer Onkologe, der hat dann vielleicht mehr Studien für die fortgeschrittene Brustkrebserkrankung, weil er heute nicht mehr so viel operiert, wie er es früher getan hat. Und das sind so Dinge, die sich sehr, sehr sinnvoll organisieren. Und dann haben wir in der Rhein-Main-Region auch eine sogenannte Metropolregion, so ähnlich wie vielleicht in München oder im Ruhrgebiet, sodass wir das auch geografisch ein bisschen ausstellen, dass in einer Ecke und in der anderen Ecke vielleicht jemand ist. Und so hat sich dieses Netzwerk wie so ein Spinnennetz ausgebreitet. Das haben wir damals angelehnt an den Nahverkehrsplan hier im Rhein-Main-Gebiet und haben dann gesehen, wie sind die Leute zu erreichen, weil nicht jeder hat ja ein Auto und kann von A nach B fahren und in der derzeitigen Situation ist es nicht ganz einfach, eine Distanz von 20, 30 Kilometer zu überbrücken, um zu einer Therapie zu fahren. Und vielleicht der letzte Gedanke ist noch, den wir lernen mussten, es hat sich auch ein bisschen die Höflichkeit den Patienten gegenüber verändert, denn wir haben natürlich sehr genau geguckt, wer schickt seine Patientin in welche Studie und warum wird die Patientin dort nicht in die Studie aufgenommen. Also es hat eine hohe erzieherische Leistung gehabt, unter der die Patienten profitieren und der Umgang untereinander ist deutlich harmonischer geworden. Ja? Kann man, glaube ich, so sagen. Fantastische Sache, Eva. Ja, genau, wird ja auch schon im Chat gelobt. Übrigens, es gibt auch einen Infostand in unserer Informationsausstellung über das Onconet. Das heißt, teilnehmende Zentren und so kann man da dort finden. Und dort ist auch die Internetseite hinterlegt, also an dem Stand in unserer Infoausstellung. Marc, wir erleben öfter von anderen so größeren Regionen, dass es nicht so einfach ist, dass Patienten ausgetauscht werden oder weitergegeben werden für Studien. Oftmals haben wir den Eindruck, ist vielleicht auch die Angst dahinter, ja, dann bleiben die vielleicht dort oder die nehmen uns die Patienten weg. Ist das bei euch kein Thema oder wenn doch oder wenn anfangs, wie habt ihr das gelöst? Ja, berechtigte Frage. 2014 haben wir uns ja Gedanken gemacht, damals hieß das Ganze noch GrassNet, bis wir dann einfach auch dem Ganzen so einen Legal Body geben mussten, nämlich einen Verein, der wir sind, ein eingetragener Verein. Ich glaube, ganz am Anfang, und das weißt du ja selber, hier sitzen jetzt drei Alpha-Tiere, die irgendwie orchestriert werden müssen. Zu den Alpha-Tieren kommen noch mehr Alpha-Tiere. Und was ist so die größte Eigenschaft eines Alpha-Tiers? Naja, es möchte gerne führen und nicht geführt werden. Und auf einmal kommt man in eine Gemeinschaft rein, man feststellt, ich muss vielleicht auch ein bisschen abgeben. Und dann hat man sich einfach unterhalten. Und das ist der große Vorteil, den wir haben, dass wir uns eigentlich alle mögen. Und dass wir eben über dieses gemeinsame Mögen und das gemeinsame Ziel, und ich glaube, das ist auch wichtig, das ist ja unser Ziel, die
beste Therapie für die Patientin vorhalten zu können, dass wir das einfach dann zurückgestellt haben, Eitelkeiten, Narzissmus zurückgestellt haben und gemerkt haben, ist ja gar nicht schlimm. Und dann ist da sowas draus gewachsen, was wir jetzt einfach haben, was wir als Marke entwickeln konnten, was wir als Marke entwickeln konnten für Veranstaltungen, weil wir eben auch für Studien, und Christian hat es ja schon gesagt, es ist natürlich wunderbar, wenn die Industrie kommt und sagt, wir haben hier 3 Studien, könnte es nicht so sein, dass im Onconet Rhein-Main je eine Studie in ein Zentrum kommt und ihr dann nachher einen Patientenaustausch macht. Und genau das ist ja das, was wir eigentlich wollen, dass eben Patienten den Genuss, ist jetzt wahrscheinlich das falsche Wort, aber wenn die Situation kommen, eben neue Medikamente in einem Netzwerk einfach viel häufiger zu erhalten, als es wäre, wenn man an ein Zentrum gebunden ist. Und der nächste Schritt wäre eben, dass die Patienten das eben und Patientinnen das eben auch mittlerweile lernen, weil wir haben gelernt, dass wir sehr gut miteinander auskommen. Und die Patienten müssen jetzt auch lernen, dass sie nicht, wenn wir sie in ein anderes Zentrum schicken wollen, aufgeben oder dass wir die Kooperation irgendwie stornieren oder dass man sich nicht mehr mag. Das ist völliger Quatsch, denn dass wir einfach auch uns da unterordnen und sagen, nein, da läuft einfach eine Therapiestudie, die eben Medikament in der Studie hat, was ihnen wahrscheinlich besser helfen könnte. Das ist das höhere Ziel und das klappt wunderbar. Und da gibt es jetzt auch zwischen uns einfach keine Feindschaften oder Streitigkeiten. Nun seid ihr ja, sagen wir mal, relativ zentral in Deutschland. Wenn ich jetzt als Patientin bereit bin, auch einen weiteren Weg in Kauf zu nehmen, kann ich mich dann, wenn ich herausgefunden habe, vielleicht auch über eure Website oder auch anderweitig, dass eine bestimmte Studie, die für mich vielleicht interessant wäre, dort angeboten wird, kann ich mich dann auch einfach an euch wenden oder muss das über meinen Arzt passieren? Herr Tesch, vielleicht. Herr Tesch. Ja, im Prinzip zur Information kann sich die Patienten natürlich auch an uns wenden, auf der Homepage. Wir beantworten auch Fragen, wir machen auch Zweitmeinungen und ähnliche Dinge. Also selbstverständlich stehen wir da zur Verfügung. Ob dann die Studie, ob die Patientin wirklich reisen will, wenn sie 200 Kilometer weg wohnt, das würde vielleicht nicht praktikabel sein, aber Informationen sind durchaus möglich und wir können vielleicht auch helfen, dann vor Ort möglicherweise andere Partner zu finden, die die Studie auch durchführen. Naja, vielleicht ist sogar noch ein Punkt ganz wichtig. Wir versuchen, diese Netzwerke auch in Deutschland weiter auszubauen. Und wenn diese Studien kommen ja auch alle aus einem größeren Netzwerk oder aus einer Studiengruppe, dann kann man vermitteln. Nicht? Manchmal ist es ja ganz erstaunlich zu wissen, dass das Gleiche auch in meinem Krankenhaus um die Ecke angeboten wird, nur es wird nicht drüber geredet. Also insofern ist Kommunikation und Networking heute, glaube ich, sehr positiv belegt, gerade in der Medizin. Denn das, was Professor Tesch gerade ausgeführt hat, Zeit ist ein wertvolles Gut. Und wenn man das anderweitig hinkriegen kann, kann man sich wirklich unterstützen und helfen und sagen, guck doch mal in deiner Nachbarschaft nach oder wir gucken nach, in welchen Kliniken oder Praxen diese Studien noch angeboten werden. Und dann kann man das eigentlich schon relativ gut organisieren. Also hier gibt es viel, ja. Ich will mal einen Kommentar dazu, dass das nicht falsch verstanden wird. Also wir wollen nicht therapieren, aber man muss einfach auch wissen, wie Studien laufen. Bei Studien gibt es immer einen verantwortlichen Arzt und dieser verantwortliche Arzt ist für diese Studie verantwortlich. Und deswegen geht es eben schwer, dass man sich einen Rat holt und sagt, ich würde gerne die Studie machen, kann die dann nicht an meiner Klinik, da wo ich aus der Nähe herkomme, gemacht werden. Das geht eigentlich nicht und vielleicht landet man da irgendwann, aber rechtlich ist es ganz schwierig, weil dann einer von uns praktisch eine Verantwortung hat für eine Therapie, die dann irgendwo 200 Kilometer weiter entfernt gemacht werden muss. Das funktioniert nicht. Deswegen absolut wichtig, was Hans gesagt hat, dass eben dann von unserer Seite aus gesucht wird, ob die Studie dann woanders vielleicht ohne Ort nah auch durchgeführt wird. Prima, hier gibt es viel Zustimmung im Chat. Zum einen, Christian, zu deiner Aussage der Mobilität, was oft nicht so berücksichtigt wird, ganz wichtiger Punkt, dass natürlich die Patientinnen und Patienten auch zu dem Zentrum irgendwie kommen müssen. Dann Zustimmung, dass die Patientinnen überhaupt nicht, auf keinen Fall zwischen Ärzten zerrieben werden sollten. Marc, was du gesagt hast, auch ganz wichtiger Punkt. Jetzt ist ja das Rhein-Main-Gebiet nicht der einzige Ballungsraum in Deutschland. Zum Beispiel München ist auch eine große Stadt mit vielen Zentren. Hans, ist dir bekannt, gibt es so Netzwerke auch noch woanders in Deutschland, vielleicht Ruhrgebiet oder
Weil ihr habt ja jetzt schon vor ein paar Jahren angefangen und als ich davon gehört habe, auch dass es funktioniert, dachte ich, ach, vielleicht ist es ja auch ein Anreiz für andere mit größere Regionen sowas zu machen. Ist da mittlerweile was entstanden? Es gibt natürlich auch in anderen Metropolregionen oder in größeren Kliniken Kooperationen mit kleineren Abteilungen, mit Praxen und so ähnliches. Heidelberg macht das, München macht das, Essen und Berlin. Das ist mehr oder weniger formalisiert. Wir denken, dass es vielleicht besser ist, noch ein Legal Body zu haben und möglicherweise noch verbindlicher zusammenzuarbeiten. Also nicht nur ganz lose, sondern sagen nach gewissen Regeln, damit alle wissen, alle Bescheid wissen, wie das funktioniert. Und davon haben wir profitiert. Ich glaube, deswegen ein OnConnect, der Gedanke ist noch nicht ganz neu, aber es ist auch mittlerweile Interesse in anderen Regionen gekommen, so ein ähnliches Netzwerk zu bilden. Und wir hoffen, dass wir die auch unterstützen können und dass wir diesen Gedanken weitertragen können. Jetzt gibt es ja in verschiedenen Regionen die Comprehensive Cancer Center, wo auch mehrere Kliniken oft beieinander sind. Kann das vielleicht auch so ein Weg sein, um diesen Austausch besser hinzubekommen? Christian? Ja, das ist schwierig. Also was uns auszeichnet, ist, glaube ich, dass wir Kliniken, niedergelassene Praxen zusammen haben. Und wir uns ganz bewusst, also wir arbeiten hier auch mit dem Universitätsklinikum in Frankfurt zusammen, aber das sind ganz andere Strukturen. Diese Comprehensive Cancer Center, die würde ich mal außen vor nehmen. Mhm. Das kann man auch gar nicht werten, sondern das ist einfach eine ergänzende Struktur, weil wir alle eben nicht in diesem also wir haben halt auch unsere Organzentren oder onkologische Zentren, aber wir wollen einfach eine niederschwellige, wohnortnahe, unkompliziertes Angebot machen, weil wir nicht nur diese klinischen Studien waren lange Zeit in Deutschland, ich will nicht sagen verpönt, aber da war die Nähe zum Versuchskaninchen doch sehr hoch. Und mittlerweile haben wir dank eurer Kommunikationsbereitschaft gelernt, dass es in vielen Bereichen doch sehr gut ist, sich mal über eine klinische Studie zu unterhalten, um zu sehen, ob man frühzeitig an neue Behandlungsmöglichkeiten kommt. Und das ist eben etwas, was dann nicht zu, ja, wie soll ich das sagen, zu kompliziert dargestellt wird. Also die Art und Weise, wie wir kommunizieren, auch fortbilden, auch die Study Nurses und auch für die Pflege und Patientenangebote machen, ist, glaube ich, etwas niederschwelliger und für eine Betroffene oder einen Betroffenen einfacher zu akzeptieren, weil die Hürde ist relativ niedrig, um da reinzukommen. Nicht? Also letzten Endes wird sich das in 10 Jahren vielleicht alles etwas zusammenschieben, weil wir müssen uns nicht einfach überlegen, wir sind für die Verbesserung der Krankenversorgung da und das hat mittlerweile, wir haben es gerade auch in der Covid-Zeit gesehen, große Probleme und wenn man sich da persönlich kennt und Weiterempfehlungen machen kann, profitieren die Patienten. Und wir haben ja auch gesehen, das können die beiden anderen sicherlich auch bestätigen, dass das auch unter Covid-Bedingungen funktioniert hat. Weil wir den Gedanken haben, was geht und viel weniger darüber reden wollen, was nicht geht. Noch ein ganz kurzer Punkt, Marc. Es gibt ja auch Studien, die ganz viele Patientinnen und Patienten quasi rekrutieren. Gibt es also auch Studien, die an allen Zentren stattfinden, wenn ihr sagt, okay, das sind jetzt so viele, das können wir ruhig an allen Zentren machen. Oder ist es generell so, dass ihr sagt, immer eine Studie pro Zentrum? Ja, gute Frage, Eva. Wir hatten, sagen wir mal so, Christian hat ja schon gesagt, dass wir im Rahmen des Netzwerks ja auch durchaus sozusagen mal zu viele Patienten pro Studie dann rekrutieren müssten. Und dann ist es aber auch so, dass der Dialog im Vorfeld oder eben auch währenddessen stattgefunden hat mit der entsprechenden als Studiengruppe oder dem Sponsor dann zu sagen, also das Potenzial ist einfach da, wollen wir nicht noch ein Zentrum aufmachen. Wir hatten beispielsweise die Situation, und da kam dann leider der erste Lockdown dazwischen, dass wir gesagt haben, jetzt bei unserem Zentrum am Markus-Krankenhaus, wir übernehmen mal eine Studie und dann schickt ihr die Patienten zu uns und wir hatten über 100 Patienten auf einmal auf der Liste.
Und dann war ganz klar, dass wir gesagt haben, dann stoppen wir die Rekrutierung für die anderen Studien. Aber der nächste Schritt wäre eben, hätte sich das dann tatsächlich bewahrheitet, der nächste Schritt wäre gewesen, dass man dann gesagt hat, wir müssen noch ein Studienzentrum einfach aufmachen. Und das ist das, was einfach so einfach ist. Und Christian hat ja gesagt, Niederschwelligkeit, dass wir uns einfach mal anrufen können oder hier einfach in der Videokonferenz zusammensitzen und mittlerweile ja auch sozusagen den Namen haben, dass man da mit den Studiengruppen auch ins Gespräch kommt und zwar nachhaltig ins Gespräch kommt und solche Dinge auch bewerkstelligen kann. Lieber. Ja, ich glaube, unsere Zeit ist schon vorbei. Wir haben etwas später angefangen. Jetzt haben wir auch leicht überzogen. Also wie gesagt, in der Infoausstellung gibt es den Stand zum Netzwerk. Das sind auch, dann kann man sehen, welche Zentren, 15 Zentren sind es, richtig? Dazugehören im Rhein-Main-Gebiet. Ich finde, es ist ein tolles Projekt, was ich mir für viele Regionen wünsche. Ich glaube auch, dass es besser ist, wenn das ein strukturiertes Konzept ist. Aber ansonsten, ja, finde ich tolle Sache, weil Patientinnen doch oft nicht, glaube ich, immer erfahren, welche Studien es gibt. Nicht überall in Deutschland. Renate? Ja, ich möchte mich auch bedanken. Ich finde das sensationell und ganz ein sehr fortschrittliches Konzept von euch, dass ihr diesen Weg geht und dass das eben wirklich zugunsten oder für die Patientinnen gemacht wird. Und ja, bedanke mich vielmals für die schöne Runde. Wir haben leider über Studien als solches gar nicht mehr geschafft zu sprechen, weil einfach das jetzt so spannend war mit dem Netzwerk, was ihr geschaffen habt. Vielen Dank. Einen schönen Nachmittag noch. Und an die Zuschauerinnen jeweils wieder zurückwechseln. Um 15:10 geht es weiter in den einzelnen Strängen. Vielen Dank. Schönen Nachmittag. Tschüss. Tschüss. Ciao. Tschüss. Hallo zusammen. Ja, entweder willkommen zurück oder willkommen überhaupt. Wir hatten schon spannende Themen hier. Wir haben gerade über klinische Studien ein bisschen diskutiert, aber weniger über die Studien an sich, sondern wie wir Patientinnen auch an Studien kommen können. Es geht jetzt weiter mit einem medizinischen Thema. Und zwar sprechen wir über HER2-positive Tumoren. Und ich freue mich, dass ich hier zwei ausgewiesene Experten habe. Nämlich Herrn Professor Tesch, Bethanien-Krankenhaus in Frankfurt und Herrn Professor Müller vom UKE in Hamburg. Ja, HER2-positiver Brustkrebs. Bei meiner Erstdiagnose 2004 hieß es Gott sei Dank nicht HER2-positiv. Alle waren ganz glücklich und haben gesagt, ah, das ist ganz schlimm und ganz aggressiv und so weiter. 2004 war das. Jetzt, 2018 war meine Metastasierung, jetzt sind wir 2023. Und heute, glaube ich, wünschen wir Patientinnen und Patienten mit einer metastasierten Erkrankung uns alle zumindest ein bisschen HER2, weil es ja Therapieoptionen gibt. Wir reden hier zum HER2-positiven Brustkrebs. Mittlerweile wird auch geguckt, ob der Tumor vielleicht HER2-low ist, ob vielleicht weniger Rezeptoren da sind, aber so ein paar, dann gibt es auch schon Therapieoptionen. Das war auch Thema gestern in der Gesprächsrunde, auch vorhin schon beim hormonabhängigen Brustkrebs. Jetzt geht es aber tatsächlich um den HER2-positiven Brustkrebs. Und da, warum wünschen wir uns alle, dass wir so ein bisschen HER2 hätten? Volkmar, da gibt es ja jetzt schon viele Therapieoptionen und wenn mich nicht alles täuscht, ist auch die durchschnittliche Überlebenszeit bei metastasierten Patienten mit HER2-positivem Brustkrebs die längste. Ist das richtig so? Ja, bei dem HER2-Positiven, der auch Hormonrezeptoren hat zumindest. Aber grundsätzlich ist es genau das, was du gesagt hast. Und wir beide, die jetzt hier heute mitmachen dürfen, wo wir uns auch sehr freuen, haben natürlich auch diese Entwicklung erlebt. In der Tat, von dem, dass man mit Frauen, die so eine Brustkrebsform hatten, dieses verstärkte HER2, 15 bis 20% aller Tumoren haben das, einfach sagen musste, das ist ein besonders aggressiver Brustkrebs. Wir haben das schon bestimmt, als wir eigentlich gar nicht viel machen konnten, hin zu einer Erkrankung, die man gezielt oder relativ gezielt besser behandeln kann. Dieses HER2, wenn es verstärkt vorhanden ist, treibt eben Zellen dazu, schneller zu wachsen und auch schneller zu metastasieren.
Aber das Gute ist eben, auf normalen Zellen ist das nicht so wichtig, dieses HER2. Und man hat in der Tat damit einen Ansatzpunkt. Und man hat glücklicherweise auch Sachen gefunden, Medikamente gefunden, verschiedene Ansätze, die das blockieren in den Zellen. Also die Idee, etwas im Tumor zu bestimmen oder in den Metastasen und dann gezielt zu behandeln, ist, glaube ich, hier beim Brustkrebs zumindest so wahr geworden wie bei sonst noch kaum einer anderen Krebserkrankung und sicherlich nicht bei anderen Formen von Brustkrebs. Also gewaltige Fortschritte und in der Tat das Überleben zu verlängern bei Metastasen, das war ja früher gar nicht möglich. Das ist hier mit mehreren Schritten gelungen, ne? Bei der besseren Therapie im Vergleich schon zur Therapie, die davor eine Verbesserung gebracht hat. Also das haben wir alle uns, glaube ich, nicht zu träumen gewagt. Und auch vor 10 Jahren, als es schon viele Verbesserungen gab, hätte, glaube ich, niemand drauf gewettet, dass jetzt einfach noch mal so viel passieren würde. Und das macht natürlich Hoffnung für noch mehr, klar. Genau. Im Chat ist auch schon eine Bestätigung. 2016 hieß es, ich habe Glück, dass der Tumor HER2 positiv ist. Genau. Und bei mir hieß es noch Gott sei Dank nicht. Hans, wenn du jetzt mal kurz drüber fliegst über die Therapieoptionen, so den Algorithmus, den die AGO vorgibt. Ich weiß, es ist sehr komplex, aber gibt es da irgendwie eine Richtung jetzt mit den neuen Therapieoptionen, wann die eingesetzt werden? Wir reden ja nur vom metastasierten Brustkrebs. Das macht es vielleicht etwas schlanker, weil wenn wir ganz neoadjuvant anfangen, werden wir nicht fertig. Könntest du mal kurz beschreiben, wie so die Reihenfolge der unterschiedlichen Therapien ist? Ja, hier ist ja etwas passiert, was nicht so oft vorkommt, einen richtigen Paradigmenwechsel, wenn man das abgetroffene Wort noch benutzen darf. Denn wir haben hier eigentlich eine Ära der Immuntherapie eingeläutet, und zwar vor 20 Jahren circa, als das begonnen hat, mit Antikörpern zu arbeiten. Es war damals bei soliden Tumoren was komplett Neues. Und Brustkrebs und HER2-positiver Brustkrebs war die erste Erkrankung, die damit gut behandelt werden konnte. So beim frühen Brustkrebs sogar mehr Heilungen, beim metastasierten Brustkrebs längeres Überleben. Und wir können heute wirklich sagen, wir haben damit eine Chronifizierung der Erkrankung erreicht, in vielen Fällen für viele Frauen, die heute 5 oder 10 Jahre damit leben können. Am Schluss mit einer Erhaltungstherapie, die kommen alle 3 Wochen in unsere Praxis, holen sich die Infusion ab oder in die Klinik und gehen wieder nach Hause und bekommen vielleicht alle Vierteljahr ein CT und ist es weiterhin eine Remission da. Fantastisch. Wie gesagt, das ist eine neue Therapieoption, die wir heute anbieten können mit Antikörpern. Und es hat sich dann in der Folgezeit weiterentwickelt. Wir haben mit einem Antikörper angefangen, mit dem Herceptin, Trastuzumab heißt der dann auf Lateinisch. Und später kam ein zweiter dazu, das Pertuzumab, Perjeta. Und diese duale Blockade wird heute sehr häufig eingesetzt in der ersten Therapielinie. Und da kam sogar später hinzu eine zweite Therapielinie mit einem Antikörper-Drug-Konjugat, diesem TDM1, was auch sehr, sehr gute Ergebnisse gezeigt hat. Hier koppelt man an ein Antikörper ein Zytostatikum. Und so wie ein trojanisches Pferd erreicht man damit die Tumorzelle und das Zytostatikum wird dann in die Tumorzelle abgegeben und macht sie kaputt. Also 2 Prinzipien, die neu waren. Dann hat man noch Inhibitoren entwickelt, die dann in der Zelle inhibiert haben, das Tumorzellwachstum inhibiert haben, die Tyrosinkinase-Inhibitoren, auch da wurden welche eingesetzt, Lapatinib, Nevatinib. Und es kam dann eine weitere Entwicklung, die Drittgeneration, mit diesen ganz neuen, die jetzt gerade, also wirklich Wellen schlagen, beispielsweise diesen Trastuzumab, Deruxtecan oder abgekürzt TDXD, so ein langer Name, geht nicht gut über die Lippen. Und auch das hat nochmal eine beachtliche Ergebnisse gezeigt. Und mittlerweile fordert das nochmal die ganze Szene heraus, du hast es schon erwähnt, selbst beim HER2-Low. Das Medikament ist wirklich sehr, sehr gut, sehr, sehr effektiv, hat seine Nebenwirkungen, wie anderen auch, muss also von erfahrenen Ärzten gegeben werden. Aber es ist mittlerweile schon, hat schon die zweite Therapielinie erreicht und den anderen Antikörper-Drug-Konjugat verdrängt durch eine Studie, die gezeigt hat, der zweite, also die Zweitgeneration Antikörper-Drug-Konjugat ist besser als die Erstgeneration. So gesehen, der Algorithmus ist wirklich in der Tat nicht ganz einfach zu verstehen, aber das erklärt der Arzt mit dem Patienten und bespricht es gemeinsam, welche Situation gegeben ist, welche Vortherapien gegeben worden sind, welche Nebenwirkungen vorkommen vor, wo ist die Metastasierung, welche Organe sind betroffen und dann kann man anhand dieses Algorithmus wirklich individuell beraten und entscheiden, vielleicht welche Therapie in der Situation am besten geeignet ist.
Und da hat man heute nicht nur zwei Therapielinien, sondern kann heute auch die dritte und die vierte Therapielinie anbieten. Auch da bekommt man nochmal gute Ergebnisse. Aber es ist entscheidend, wirklich ist, je früher, desto besser die besten Medikamente eingesetzt werden, desto länger ist auch dann das gesamte Überleben. Und Chronifizierung ist wirklich ein, in dem Fall gerechtfertigter Begriff, weil Patienten damit auch eine gute Lebensqualität haben und gut Langzeit behandelt werden können. Das heißt, ein Strauß an Therapieoptionen, was ja für uns immer schön ist. Und am besten ist natürlich, wenn wir dann auch ein Ärzteteam haben, die wissen, in welcher Reihenfolge das alles eingesetzt werden kann. Volkmar, jetzt hat Hans gesagt, es gibt da unterschiedliche Ansätze, mal in der Zelle drin, Inhibitoren und mal von außen Antikörper. Könntest du das noch mal ein bisschen erklären, was der Unterschied ist? Und ist es also genau einfach vom Wirkmechanismus her, ja, außen also, oder innen? Genau. Man muss sich ja vorstellen, dass dieses HER2, wenn es positiv ist, dass da ganz viele Antennenrezeptoren auf der Zelle sitzen. Aber die sitzen nicht nur auf der Zelle, was sollten sie da? Sondern das sind Antennen und dann geht das Antennenkabel durch die Zellwand in die Zelle rein und irgendwo wird ein Signal ausgelöst, die Zelle wächst mehr. Und jetzt kann man natürlich oben die Antenne blockieren, einfach eine Abdeckung drüber setzen, das wären die Antikörper, die dran binden. Oder man kann natürlich über die Antenne auf der Zelloberfläche eine Chemotherapie in die Zelle bringen. Das sind diese Antikörper-Drug-Conjugates, die der Hans Tesch erwähnt hat. Oder eben, man kann das Antennenkabel in der Zelle durchschneiden. Und das sind die sogenannten Tyrosinkinase-Hemmer. Und da gab es schon lange eine Substanz, die Lapatinib hieß, die aber so in den Studien zwar gut funktioniert hat, aber jetzt nicht so durchschlagend und auch relativ viel Nebenwirkung gemacht hat. Und man hat gesucht nach anderen Medikamenten, die in der Zelle quasi nicht so viel Begleitschaden anrichten und hat eine Substanz namens Tucatinib gefunden. Und diese Tablette wirkt besser als eine Standardtherapie, kombiniert man mit Trastuzumab und einer Chemotherapie und wird jetzt auch in verschiedenen Studien untersucht. Aber eine zusätzliche Möglichkeit, die sogenannten Tyrosinkinase-Hemmer in der Zelle als Tablette gegeben. Und das andere, die Antikörper, die man übrigens immer als Infusion geben muss. Da war vorhin im Chat auch mal solche Frage, wann gibt es das als Tablette? Das wird es nie geben, weil das ist ein Eiweißstoff und der löst sich halt im Magen auf. Aber es gibt manche der Antikörper zumindest als Spritze. Also verschiedene Ansätze, die man vielleicht auch miteinander kombinieren kann. Und da wird noch einiges untersucht, auch in Studien. Aber beide Substanzen, also sowohl dieses neue Antibody-Drug-Conjugate, Trastuzumab deruxtecan, als auch der Tyrosinkinase-Hemmer Tucatinib sind schon zugelassen. Wunderbar. Das heißt, jetzt ist vielleicht noch mal ein bisschen klarer, warum es da so unterschiedliche Ansätze gibt. Hans, diese doppelte Blockade, von der du gesprochen hast, weil wir gerade von Spritzen gesprochen haben, die gibt es zwar nicht als Tablette, aber die gibt es ja als Spritze oder als Infusion. Ist es, also was würdest du da empfehlen oder ist es Patientenwunsch oder ist es überhaupt gleichwertig oder wie stehst du dazu? Gute Frage. Ja, es ist gezeigt worden, dass das eine gute Alternative ist zur Infusionsbehandlung. Man kann also auch subkutan, sogar in einer festen Spritze, eine Spritze, die beiden Antikörper geben. Und dann muss man mit Patienten reden, was für sie besser geeignet ist. Oft ist ja noch ein Zytostatikum dazu, wird dazugegeben. Und das sind dann Präferenzen, die man einsetzen kann und sollte und überlegt, ob man Patienten mögen oft die Subkutan-Therapie eher, weil sie auch kürzer gegeben werden kann. Das dauert nur ein paar Minuten, die Infusion dauert ein bisschen länger, man braucht keinen Port. Aber das sind Gegebenheiten, die im Einzelfall besprochen werden müssen. Es gibt ein kleines Problem für die Praxen, dass die Subkutangabe praktisch in der Onkologievereinbarung nicht bezahlt werden kann oder wird bisher. Und wir arbeiten gerade daran, das vielleicht auch wieder zu ermöglichen. Denn es ist wirklich, beide Möglichkeiten sollten gleichwertig betrachtet werden. Ich glaube, Hans, es ist auch in anderen Ländern so, oder? Dass es da anders gehandhabt wird, dass es dann quasi dieselbe Erstattung gibt, weil das ist natürlich ja schon vielleicht auch für den ein oder anderen Entscheidungskriterium mit. Ne? Und das sollte es ja eigentlich nicht sein, sondern Patientinnen sollten und Patienten sollten ja aufgeklärt werden und dann selbst die Wahl haben. Ne? Also, aber du sagst, ihr seid dran. Ja.
Sehr gut. Volkmar, du beschäftigst dich viel mit Hirnmetastasen. Ihr beide natürlich. Aber Volkmar, du hast ein Register aufgebaut und Hirnmetastasen ist ja beim HER2-positiven Brustkrebs was, worüber wir, glaube ich, schon reden sollten. Es heißt, dass immer mehr Hirnmetastasen auftreten, weil die Patienten länger leben. Das heißt, sie wären vielleicht früher schon an der Leber oder Metastasierung oder Lunge gestorben, leben jetzt so lang, dass sie die Hirnmetastasen erleben. Kann man sowas sagen? Und wenn Hirnmetastasen, gibt es dann da bestimmte Wirkstoffe, die im Hirn ankommen? Oder wie ist es mit dieser Blut-Hirn-Schranke? Vielleicht kannst du dazu kurz was sagen, weil das natürlich schon viele Zuschauer jetzt auch interessiert. Wir hatten ja angefangen mit diesem, wie sich das geändert hat und was es wir eigentlich für einen Fortschritt erlebt haben. Und in der Tat haben wir ja, und das hat Herr Professor Tesch, glaube ich, auch sehr gut gesagt, wir haben viele Menschen für dieses metastasierte, ja letztendlich immer noch unheilbare Erkrankung, eine chronische Erkrankung ist. Und was wir dann nach einigen Jahren gesehen haben, ist, dass wir tatsächlich mehr Patienten sehen, Patientinnen in der Regel, mit Hirnmetastasen. Und das hat nicht damit zu tun, dass diese Therapien Hirnmetastasen bewirken, sondern dass vielleicht diese Medikamente, die wir bisher haben, Hirnmetastasen nicht optimal verhindern können. Das Register, das wir deshalb aufgebaut haben, und das war jetzt ganz bestimmt nicht ich alleine, sondern das sind weit über 100 Zentren in Deutschland, die helfen, Isabel Witzen, die jetzt in Zürich ist, und Elena Lagmann bei uns aus dem Hause, die German Breast Group, aber eben vor allen Dingen auch ganz, ganz viele Kliniken und Praxen, die Patienten dort dokumentiert haben. Das Register soll uns ein bisschen helfen zu verstehen, was eigentlich mit der Behandlung passiert. Und man kann davon ausgehen, dass 30-50% der Menschen mit metastasierten HER2-positiven Brustkrebs, wenn sie länger leben, auch Hirnmetastasen entwickeln. Und ob es jetzt eine Therapie gibt, die da besser ist, das weiß man nicht so genau. Es gibt allerdings zu der Studie mit diesem Tucatinib am meisten Patienten, die auch mit Hirnmetastasen eingeschlossen werden konnten. Und da hat man auch nicht vorausgesetzt, dass diese Hirnmetastasen sofort lokal behandelt worden sind. Weil alle, die mit dieser Studie begonnen haben, eine Untersuchung vom Kopf erhalten haben. Und man hat gesehen, dass diese Medikamente schon wirken, wenn Hirnmetastasen da sind. Und dass man vielleicht auch nicht jede asymptomatische, zufällig entdeckte Hirnmetastase sofort bestrahlen oder operieren muss. Das sind so momentan die Dinge, die sehr diskutiert werden, wo ganz viel passiert. Es gibt ganz viel international Bemühungen, Studien zum Thema Hirnmetastasen zu machen, zu schauen, wie die Medikamente wirken und auch diese ganzen Behandlungsansätze mit Bestrahlung und Operation besser in die Möglichkeiten der Therapie, wie wir sagen, der systemischen Therapie, also der Therapie, die auch auf andere Metastasen wirkt, die ja fast immer vorhanden sind, zu integrieren. Es passiert wahnsinnig viel, aber klar, das ist eine Bedrohung bei dieser Erkrankung, die man jetzt nicht wegdiskutieren kann. Allerdings ist es auch nicht super, wenn jetzt als Botschaft ankommt, alle werden Hirnmetastasen kriegen und sich darauf gefasst zu machen. Schwierige Situation, ganz ehrlich. Aber und auch wichtig vielleicht noch, dann bin ich auch fertig, es hat sich auch dort gewandelt. Also man darf auch dort nicht in ein altes Buch gucken und gucken, wie die Überlebenszeiten dort sind. Wir haben gesehen, dass sich die Überlebensmöglichkeiten und die Behandlungsmöglichkeiten auch dort verbessert haben. Ja, du hast recht, das soll nicht jeder denken, ich kriege sowieso hier Metastasen und sterbe dann. Du hast jetzt gerade gesagt, es hat sich viel verändert. Es ist aber schon auch so, dass Hirnmetastasen oft in Büchern und Patientenratgebern ausgespart bleiben. Ich glaube, weil es ein schwieriges Thema ist und deswegen war es mir wichtig, das anzusprechen, nicht um Angst zu machen, sondern um einfach zu sagen, es gibt auch hier Optionen, es gibt Hoffnung und die alten Statistiken sind nicht mehr so wahr, wie sie da manchmal zu lesen sind. Und ich glaube, das ist eine ganz gute Botschaft. Und ich glaube, gut ist auch, dass es jetzt so international tatsächlich Forschungsgruppen gibt, die sich mit dem Thema befassen und es immer auch mehr Evidenz gibt und dadurch auch immer klarer wird, dass es da durchaus noch ein gutes Leben geben kann. Das war jetzt einfach mal die Überlegung. Was wir schon oft diskutiert haben, und Volkmar, ich kenne deine Meinung, Hans, ich hätte deine Meinung auch gerne, das ist auch was, was Patienten in der Community oft fragen. Und es ist jetzt auch wieder im Chat eine Frage.
Sollte man auf Hirnmetastasen regelmäßig quasi screenen? Wäre es nicht besser, die frühzeitig zu entdecken für eine bessere Behandlungsmöglichkeit oder ist es besser, auf Symptome zu warten? Das ist eine Frage, die wir eigentlich jede Woche diskutieren und wir haben keine definitive Antwort, weil es keine richtige Studie gibt, die das systematisch mal untersucht hat. Es gibt, Volkmar hat es gerade gesagt, nicht wenige Patienten, die sogenannte asymptomatische Hirnmetastasen haben, festgestellt im Studien beispielsweise, die dann systematisch untersuchen, ob eine Substanz wirkt. Und da macht man es natürlich was anderes als Real World in der normalen Praxis. Wenn eine Patientin zu uns kommt und wird untersucht, jetzt hat metastasiertes Brustkrebs, aber keinerlei neurologische Beschwerden, macht man nicht unbedingt das MRT oder das Schädel-CT und schon gar nicht beim frühen Mammakarzinom. Mittlerweile ist da ein gewisser Wandel eingetreten, vor allem in Studiengruppen, die sagen, die Information wäre schon hilfreich. Aber die Information bedeutet ja auch für die Patientin eine Belastung. Und das muss man dann im Einzelfall diskutieren. So gesehen ist da auch in der Nachsorge beispielsweise Diskussion, spielt das die Kopf-CT keine Rolle oder MRT keine Rolle. Man hat Angst vor der Strahlenbelastung und man hat vielleicht auch Bedenken, ja, wie geht man dann mit dem Ergebnis um, wenn man eine asymptomatische Metastase findet im Gehirn? Muss man die gleich bestrahlen? Volkmar hat das schon gesagt, man muss es nicht unbedingt. Und die Strahlentherapie hat auch Nebenwirkungen. Es gibt ja auch dann Gamma-Knife, es gibt Ganzhirnbestrahlung und so und verschiedene Möglichkeiten. Aber man kann auch durchaus erreichen, dass man mit systemischer Behandlung eine asymptomatische Metastasierung wieder zurückführt, dass die Metastase auch auf die Systemtherapie anspricht und die Strahlentherapie gar nicht notwendig ist. Also das ist wirklich ein Forschungsgegenstand zurzeit, eines der Unmet Clinical Needs, wie man so schön sagt, das ist eine ganz wichtige Frage und die wird in Zukunft anders beantwortet werden als heute, bin ich ganz sicher. Sehr schön. Und ich glaube, Volkmar, ähnlich würdest du es auch sehen? Absolut. Also genau. 100% Konsens. Genau. Also ihr schwierige seid Sache und wir brauchen auch da vielleicht noch mal ganz kurz die Rückmeldung der Patientinnen und Patienten. Wir haben hier schon über so eine unmögliche Umfrage gesprochen, wie denn so eine Voruntersuchung, also eine vorsorgliche Untersuchung wahrgenommen würde. Ich denke, da können wir uns gar nicht nur als Ärzte irgendwie so über die Patienten hinwegsetzen. Wie gesagt, es gibt manchmal sehr emotionale Diskussionen auch unter den Ärzten darüber. Aber ich denke, da spielt immer mit rein, will man das wissen? Und ist man sich sicher, dass man mit so einem Wissen auch heutzutage schon richtig umgehen kann, indem man nicht eine Übertherapie macht? Aber dazu wird es noch dieses Jahr auf jeden Fall und ich hoffe auch in der ersten Jahreshälfte eine Umfrage unter Patientinnen und Patienten geben. Da kann man dann jetzt schon mal alle auffordern, mitzumachen. Frau Schumacher-Wulff hat sie schon gesehen und lektoriert. Genau, ich wollte gerade sagen, wir sind ja beteiligt in der Studie und werden natürlich dann auch über unsere Netzwerke euch alle da draußen bitten, an der Umfrage teilzunehmen. Aber kommen wir jetzt nochmal zurück zu dem HER2-positiven Brustkrebs. Volkmar, dieses HER2, die Expression, die kann sich ja ändern. Wie oft ändert die sich und wie oft sollte das kontrolliert werden? Einmal HER2-positiv immer oder kann sich das von Progress zu Progress ändern? Wie oft sollte man da eine Biopsie machen? Das ist ja auch nicht immer möglich. Wie geht ihr mit dem Wandel um? Und wie häufig ist der überhaupt? Ja, also das Problem wird ja noch etwas komplizierter, weil es natürlich in der Regel verschiedene Metastasen gibt im Körper und man natürlich jetzt erstmal überhaupt nicht überall das überprüfen kann. Und bisher hat es auch nicht irgendwo funktioniert. Und davor warne ich auch, mit dieser Frage eine Blutuntersuchung zu machen. Also für HER2 positiv und negativ, das kann man nicht im Blut feststellen. Andere Sachen schon. Aber wie oft sollte man das machen? Also grundsätzlich ist die Empfehlung, beim Auftreten von Metastasen eine zugängliche Metastase zu untersuchen, dass, wenn das geht, mit vertretbarem Aufwand. Und da muss man auch erstmal sagen, muss auch jede Patientin wirklich die Möglichkeit haben, das selber zu entscheiden. Es ist eine empfohlene Untersuchung, weil es tatsächlich manchmal eine Änderung gibt in die eine oder andere Richtung. Und dann würde ich sagen, wenn es eine Konsequenz hätte. Zum Beispiel ist es so, der Professor Tesch hat ja eben die Reihenfolge der Behandlung erläutert und man würde als erste Therapie ja momentan immer noch außerhalb von Studien diese beiden Antikörper geben, Trastuzumab und Pertuzumab, kombiniert mit einer Chemotherapie. Und wenn es dann ein voranschreitender Erkrankung gibt, dann ja aller Regel das Trastuzumab Deruxtecan. Hier ist es ja so, dass es auch funktioniert, wenn HER2 nicht ganz stark vorhanden ist, sondern nur ein bisschen. Das heißt,
da würden wir jetzt nicht zwingend eine Gewebeprobe machen, weil es ohnehin keine Konsequenz gäbe, wenn man dieses Medikament ohnehin einsetzen würde. Dann, wenn das auch nicht funktioniert oder nicht mehr funktioniert, vielleicht schon. Also es hängt von drei Dingen ab, dem Wunsch der Patientin, ganz klar, muss man mal als erstes nennen. Vom zweiten, ist es überhaupt machbar? Und dann als drittes, hätte es eine Behandlungskonsequenz? Immer untersuchen muss man gar nicht. Okay, ich sehe jetzt gerade eine Frage im Chat. Untersuchungen, aber ich glaube, das bezieht sich vorhin noch auf die Studienfrage. Aber Hans, du bist jetzt ja noch da, weil Volkmar, wir hatten gesprochen über klinische Studien, ob auch Zentren untereinander Patienten austauschen können. Und da war die Frage, kann man nicht Blutentnahme, Bilder und so weiter generell irgendwo anders machen lassen, als in einem Studienzentrum, wenn das einfacher ist, weil es vielleicht wohnortnah wäre? Das verbietet unser Arzneimittelgesetz und das GCP, dieses Good Clinical Practice. Wenn Patientin in der Studie drin ist, dann ist meistens vorgeschrieben, dass dort auch die entsprechenden Untersuchungen gemacht werden, sowohl Labor- als auch Röntgenuntersuchungen. Und man kann es jetzt nicht 200 Kilometer woanders in einem Abteilung machen für Radiologie. Das wird aus grundlegenden Gründen abgelehnt und versicherungsrechtlich und so weiter. Also dann, das ist auch ein Problem praktisch, warum die Studienlogistik heute so aufwendig geworden ist, dass es halt bürokratische und rechtliche Gesetzgebungen gibt und die müssen berücksichtigt und beachtet werden. Sonst wäre es sehr viel einfacher vielleicht geworden. Aber das kann man vielleicht in Zukunft, wird das nochmal neu diskutiert werden. Hoffen wir mal immer wieder, dass es eine neue Regelung gibt, die es ein bisschen patientenfreundlicher macht als in der Vergangenheit. Okay, und apropos Studien, Volkmar, jetzt gibt es ja zum HER2-Positiven so viele Therapieoptionen, alle neu. Gibt es da jetzt überhaupt noch Studien auch oder sind wir jetzt fertig? Oh, natürlich nicht. Es kann man sich ja einfach vorstellen, wenn es verschiedene Möglichkeiten gibt, kann man die ja zum Beispiel kombinieren oder die Reihenfolge verändern. Also zwei große Richtungen, die es gibt, glaube ich, wenn man das so zusammenfassen darf. Das eine sind Studien, die diese neuen Medikamente noch früher in die Behandlungslinie rücken. Wir hatten ja gesagt, der Standard ist immer noch und der ist auch super, erstmal Trastuzumab und Pertuzumab einzusetzen. Aber zum einen haben viele Patientinnen das schon bei der Ersterkrankung gehalten. Also man setzt es wieder ein, das ist auch wirksam, aber man denkt vielleicht, dass es andere Sachen gibt, die noch wirksamer sind. Und zum anderen wird das ja auch immer mit einer klassischen Chemotherapie kombiniert, wobei diese neuen Medikamente zwar gezielt wirken, aber trotzdem die Nebenwirkungen einer Chemotherapie machen. Also die eine Richtung, früherer Einsatz der neuen Therapieoptionen, Trastuzumab, Deruxtecan, aber auch Tucatinib, schon in der ersten Behandlungslinie. Und das andere ist die Kombination. Zum Beispiel eben eine Studie, die Tucatinib gibt, wenn die Chemotherapie unter Trastuzumab und Pertuzumab beendet ist. Oder eine andere Studie, die Trastuzumab, Deruxtecan in der ersten Behandlungssituation einsetzt und mit diesen beiden Antikörpern vergleicht. Das sind so die zwei großen Richtungen, glaube ich. Dann gibt es viele kleinere Studien in Kombination mit Immuntherapie. Das jetzt beim HER2-positiven Mammakarzinom so erfolgsversprechend ist, weiß man wirklich noch nicht. Und die Kombination mit Antihormontherapien schließlich noch so als dritte Richtung. Auch dort laufen Studien. Da kommt gleich eine Frage aus dem Chat dazu. Volkmar, vielleicht kannst du die auch beantworten. Ob es auch Studien gibt, an denen Männer teilnehmen können? Oder er fragt, oder bin ich raus? Nein, auf keinen Fall. Also das hat sich ja auch sehr positiv gewandelt. Es gab tatsächlich früher, ich sag mal vor 10 Jahren noch Studien, bei denen Männer ausgeschlossen waren, Unverschämtheit. Und da auch vielen Dank an die Männer, die überall sich engagiert haben. Das war ja immer unser Ansehen, aber die Zulassungsbehörden haben das so ein bisschen blockiert. Natürlich sind Männer ein bisschen anders, aber kein Grund, nicht anzunehmen, dass die Medikamente auch dort wirken. Und also mir wäre jetzt keine Studie bekannt, gerade mit HER2-gerichteten Therapien, wo Männer ausgeschlossen werden. Okay, also gute Nachricht. Hans, jetzt werden ja die Medikamente nicht immer nur in der metastasierten Situation früher getestet, sondern auch in der frühen Erkrankungssituation. Was bedeutet das jetzt für euch und eure Therapiealgorithmen? Weil ihr habt jetzt gerade mal einen Therapiealgorithmus so besprochen und der steht für die metastasierte Situation und plötzlich wird ein Wirkstoff schon früh eingesetzt und kann vielleicht nicht nochmal eingesetzt werden.
Ist da nicht unheimlich viel Wandel drin? Und wie schafft ihr das da immer, alles so im Blick zu haben und die richtige Reihenfolge zu haben? Also ich stelle es mir kompliziert vor. Ich könnte eine kurze Antwort geben. Dafür gibt es die AGO-Leitlinien, Richtlinien, die jedes Jahr neu herausgegeben werden müssen. Und mittlerweile sogar schon, weil so viel und so schnell geändert wird, zweimal im Jahr, dass sich die Kurve trifft. Und das ist auch sehr effektiv und sehr gut. Und danach kann man schon recht gut beurteilen, was man der Patientin empfehlen kann. Ob das in die Therapie so umgesetzt wird, muss die Patientin entscheiden. Aber in der Tat, du hast völlig recht, die Substanzen, die sind ja nicht nur wirksam bei metastasierten Erkrankungen, da werden sie meistens zuerst getestet, weil sie eine Zulassung brauchen. Wenn die Zulassung da ist, dann geht man aber auch nach vorne, Volkmar hat es schon dargestellt. Es geht man vielleicht von der Drittlinie in die erste Linie hinein oder es geht man schon früh in das Neoadjuvante oder Adjuvante-Setting hinein oder Post-Neoadjuvant. Es gibt so viele Möglichkeiten, wie man an einer einzelnen Schraube drehen kann und das Ergebnis verbessern kann. Und nicht zu vergessen, beim frühen Mammakarzinom geht es darum, die Heilungschance zu verbessern. Und da sind wir mittlerweile ein ganzes Stück weitergekommen, aber noch nicht da, wo wir hinwollen, denn wir möchten allen Patienten die optimale Therapie geben und eine Heilung von 100% erreichen. Wer weiß, in 10 Jahren, vielleicht gelingt es das bei einer Kurve. Also wir sind nicht ganz weit davon entfernt, aber wir sind deutlich besser geworden in den letzten 10 Jahren. Deswegen bin ich sehr optimistisch für die nächsten 10 und 20 Jahre, weil wir jetzt viel mehr verstehen über Resistenzen, über Mechanismen, die Nebenwirkungen besser behandeln können und so weiter. Deswegen, glaube ich mal, haben wir jetzt einen großen Strauß von neuen Medikamenten, die wir gezielt und besser einsetzen können und Patienten damit besser helfen können. Wir nehmen es gern an und du sagst, wenn es mit den ganz neuen Erkenntnissen, dann gibt es die AGO, da sitzen ganz viele schlaue Köpfe und machen sich Gedanken, wie jetzt die neuen Therapiealgorithmen aussehen könnten. Jetzt habe ich noch, Volkmar, eine ganz interessante Frage im Chat. Kann es auch sein, bei mehreren Metastasen-Lokalisationen, dass die einen HER2 positiv sind und die anderen vielleicht nicht oder nur hormonabhängig, dass es so einen Gemischtwarenladen gibt? Ich sage das so lapidar, aber ein bisschen Humor muss ja auch sein. Gibt es, und wir würden dann, wenn eine Therapie nicht so funktioniert, wie wir erwarten, versuchen, eine Gewebeprobe dort zu machen, wo etwas wächst. Also manchmal sieht man ja in der Tat, dass es an einer Stelle kleiner wird und an der anderen wächst. Und wenn die erreichbar ist, dann würde man dort nochmal extra eine Gewebeprobe machen. Das kommt so ein bisschen auf das zurück, was wir schon besprochen haben. Das gibt es, ist es jetzt nicht ganz so häufig, aber wir haben das manchmal. Und da war jetzt auch im Chat, ich habe es auch so ein bisschen mitgeguckt, eben auch die Frage, Kombination mit Antihormontherapien. Das kann man in einzelnen Situationen machen. Wir machen es, wenn die Antikörper alleine gegeben werden. Wir machen es erstaunlich selten. Es steht auch nicht so in den Leitlinien, wo wir gerade so darüber gesprochen haben, wenn wir diese Antikörperkonjugate geben, also Kombination mit Chemotherapie. Ich persönlich glaube, dass das auch, und es wird auch untersucht werden, das ist jetzt nicht nur meine Meinung, das ist auch keine Idee von mir, nur es wird dazu kommen, dass man auch die Kombination mit Antihormontherapien noch besser nutzt. Das kann man in Einzelfällen jetzt schon machen. Prima. So, unsere Zeit ist leider schon am Ende. Ich glaube, es gibt noch ganz viel zu diskutieren. Ihr beide steht jetzt noch in dem Raum, treffen wir den Experten zur Verfügung, um Fragen von Interessierten zu beantworten, die wir vielleicht jetzt nicht antworten konnten. Ihr habt also die Möglichkeit, die Interessierten, unter dem Fenster gibt es einen Button, Treffen mit den Experten. Da könnt ihr nochmal persönliche Fragen stellen. Hier im Programm geht es weiter. Ich bin dann nicht da. Jetzt geht es nämlich hier an das Thema Bewegung. Es heißt ja immer, ihr müsst Sport machen und so weiter. Und ich habe jetzt hier eine Sportwissenschaftlerin, die uns mal erklärt, was man eigentlich mit Metastasen überhaupt auch an Bewegung machen kann. Also wie gesagt, ihr könnt auch jetzt eure Fragen noch stellen im separaten Raum und dann wieder zum Sport dazukommen. Also mir bleibt jetzt nur, Volkmar und Hans, mich zu bedanken für eure Zeit jetzt und immer und auch immer redaktionell. Und ihr seid immer für uns da. Und auch persönlich für mich vielen Dank. Also tausend Dank jetzt eure Zeit am Wochenende. Ich weiß es unglaublich zu schätzen. Und ich glaube, alle hier im Chat und die Zuschauer sind ganz glücklich, dass ihr euch die Zeit nehmt. Vielen, vielen Dank. Wir sind hier gleich auch noch da, im separaten Raum. Bis gleich. Genau. Und ich verabschiede mich von euch und die anderen sehen euch vielleicht gleich noch. Also bis dahin, schönes Wochenende noch. Vielen Dank, Eva. Tschüss. Tschüss.
Hallo ihr Lieben, ihr habt es gemerkt, wir haben euch extra etwas mehr Zeit gelassen, damit ihr euch sportlich anziehen könnt. Ihr wisst ja, jetzt geht es um Bewegung. Wir hören ja immer wieder, was wir alles tun müssen, auch in unserer Erkrankungssituation. Ihr müsst, ihr müsst, ihr müsst und unter anderem müssen wir ja ganz viel Sport machen. Wir müssen mindestens dreimal die Woche und so weiter und das verbessert unsere Prognose. Mich ärgern so Sprüche immer ein bisschen, weil tatsächlich gibt es viele Studien zu Bewegung und frühem Brustkrebs, auch zu Prognoseverbesserung, auch zur Prävention von Krebs, aber tatsächlich keine Studien, die sich ausschließlich mit der metastasierten Situation und Bewegung befassen. Aber ich glaube, was uns allen klar ist, ist, dass Bewegung gut tut und in vielen Bereichen uns einfach ja, ein besseres Wohlbefinden gibt. Und ich wollte jetzt einfach mal so ein bisschen zeigen, was können wir auch machen, wenn wir angeschlagen sind und was kann uns wirklich jetzt, ohne dass wir Hochleistungssportler sind und joggen müssen und so weiter, ich kann nicht joggen, keine 10 Meter, aber was kann man trotzdem tun, um sich ein bisschen besser zu fühlen? Und ich freue mich total, dass Steffi Siebert hier ist, Sportwissenschaftlerin von der Uni Köln, die uns ganz praktisch ein paar Übungen zeigt, die ihr wirklich niederschwellig machen könnt zu Hause. Ihr müsst auch nicht in eine Muckibude gehen, wer das nicht will, gerade jetzt vielleicht auch in Infektionszeiten, mag man das vielleicht nicht. Ich mag sowieso nicht mit so überzüchteten jungen Supersportlern dann immer da irgendwie. Das, von daher freue ich mich jetzt, dass wir einfach mal zeigen können, was wir auch alle zu Hause machen können. Und ich hoffe, ihr macht alle mit. Ja, genau. Ich glaube, das ist jetzt mein Stichwort. Vielen Dank. Ich freue mich unglaublich, hier zu sein. Genau, ich glaube, es geht darum, dass wir versuchen wollen, jeden bestmöglich in Bewegung zu bekommen. Egal, wie er sich fühlt, dass er einfach weiß, dass ein bisschen was immer mehr ist als nichts. Und das ist, glaube ich, das, was auch der Professor Baumann immer und überall schreibt. Es ist alles besser als nichts. Genau. Und deshalb wollen wir euch heute so ein bisschen was zeigen, was wir bei uns auf der OTT auch umsetzen, um so ein bisschen auch vielleicht die Angst vor der Bewegung zu nehmen. Genau, super. Und unsere Annika führt vor. Annika kennt ihr vielleicht von unseren Social-Media-Accounts. Die kommuniziert immer mit euch, aber heute wird sie turnen. Ja, super. Genau, wir müssen immer so ein bisschen damit anfangen, dass wir uns erwärmen. Das heißt, ich gehe davon aus, dass ihr heute ziemlich lange wahrscheinlich gesessen habt und aufmerksam zugehört habt. Das heißt, wir müssen so ein bisschen das Herz-Kreislauf-System erwärmen. Das heißt, ich würde dich einmal bitten, dass du anfängst, auf der Stelle zu marschieren. Nimm gerne genau den Oberkörper mit. Immer gegen gleich. Wir versuchen, die Bewegung größer zu machen, also dass du mehr Zeit auf dem einen und dem anderen Bein verbringst. Genau, super. Das Wichtigste ist, dass ihr um euch herum einen Platz baut, wo ihr auch keine Gefahr habt, irgendwo gegenzustoßen. Das ist das Wichtigste. Ihr braucht eine sichere Möglichkeit, das Training umzusetzen. Und ihr seht aber auch hier, es braucht nicht viel Platz. Also ihr braucht eine Trainingsmatte, damit ihr nicht ausrutscht. Wir starten heute mit den Bewegungen mit Schuhen. Das werden wir gleich verändern, weil wir hinsichtlich Polyneuropathie ein bisschen arbeiten wollen. Dann machen wir das Ganze ohne, aber erstmal mit. Wunderbar. Ich würde dich bitten, du marschierst weiter. Ich sage zwischenzeitlich Stopp und du versuchst auf dem Bein zu stabilisieren, in dem du in dem Moment stehen bleibst. Wenn du das Gefühl hast, du kippst leicht um, stell einfach dein Spielbein wieder nach unten. Stopp. Perfekt. Wunderbar, wir marschieren noch einmal los, machen das Ganze natürlich mit der anderen Seite auch. Wir brauchen beide Beine, auch wenn ihr das Gefühl habt, die eine Seite ist stärker als die anderen, benutzt bitte immer beide, weil wir müssen das Training auf beide gleich aufteilen. Und stopp. Super, perfekt. Also Gleichgewichtsübung, genau. Ne? Genau, wer so ein bisschen Probleme hat mit Schwindel, kann der sich auch irgendwo festhalten? Genau, das würde ich immer vorschlagen, ja, genau. Dass man irgendwo sich auch was sucht, wenn man irgendwie unsicher ist, dass man sich festhalten kann, ne? Idealerweise im Raum irgendwie an der Ecke, damit man sich irgendwo festhalten kann, genau. Das große Thema haben wir ja einerseits bei den Fortgeschrittenen, ist ja die Polyneuropathie, die im Rahmen eben von Chemotherapien entstehen kann oder Immuntherapien. Und das andere große Thema ist häufig die ossäre Metastasierung, die auch dazu führt, dass viele Patienten eher Angst haben, in die Bewegung zu kommen. Also die Knochenmetastasen, genau, die Ossären, ja, genau, die Knochen. Übersetzt. Und ich glaube, das Wichtigste und was für uns als Therapeuten auch immer wichtig ist, dass wir mit dem Training erst anfangen, wenn wir umfänglich alle Informationen haben. Das heißt, es ist unglaublich wichtig, dass wir wissen, ob eine Frakturgefahr vorliegt oder nicht, weil wir damit eben unterschiedliche Intensitäten machen und steuern können vor allem. Wir machen das einerseits immer gerne auf der Matte ohne zusätzlichen
zusätzliche Materialien. Was wir aber vor allem zu Hause immer gerne benutzen, sind Treppen. Jeder von uns hat irgendwo Treppen, ob im Hausflur oder in der eigenen Wohnung. Und das versuchen wir jetzt hier ein bisschen zu simulieren. Das heißt, es geht darum, dass wir eine Alltagsbewegung versuchen zu simulieren und uns damit stärker machen. Das heißt, ich würde dich bitten, also das niedrigste Niveau, damit starten wir immer, und du würdest erstmal nur tippen, bitte. Genau, gar kein Gewicht verlagern, sondern nur tippen. Wunderbar. Jetzt versuchst du nach oben aufzusteigen. Wunderbar. Wie häufig würde man die Übung wiederholen? Also im Zweifelsfall würde ich mir eine Eieruhr stellen, ehrlicherweise, mit 20 Sekunden Belastungszeit und dann 40 Sekunden Pause. Wir im klinischen Alltag versuchen die Pause aber nicht passiv zu gestalten. Das heißt, wir versuchen, eine andere Muskelgruppe zu aktivieren oder einfach eine andere Aufgabe zu stellen, damit man nicht 40 Sekunden einfach sich wieder hinsetzt, sondern dass man irgendwie was anderes macht. Genau, super. Dann würdest du einmal oben auf dem Tritt stehen bleiben und die Bewegung nach vorne machen. Das heißt, du würdest nach vorne unten laufen, genau, schön vorsichtig hinten wieder aufsetzen. Perfekt. Diese Bewegung nach hinten ist das, was uns am schwersten fällt, weil wir natürlich auch schlecht sehen können, wo wir den Fuß aufstellen. Unglaublich wichtig trotzdem, das zu machen, weil die Bewegung, wenn wir irgendwie unsicher sind, ist eine, die wir nach hinten machen. Das heißt, je besser wir diese Bewegung üben und trainieren, desto besser sind wir vorbereitet. Und das, was sie so schön macht, ist dieses Stampfen, was wir eben auch je nach Metastasierungsgrad einsetzen, um die Knochengesundheit zu stärken. Das heißt, man redet von einem Impact-Training. Impact ist zum Beispiel, wenn wir joggen, dann haben wir Phasen, wo wir nur auf einem Bein sind und dann springen wir um. Das nennen wir Impact. Das versuchen wir zu simulieren mit einem Stampfen beispielsweise. Und je nachdem, in welchem Frakturgefahr wir sind oder wir haben keine, dann ist das Stampfen überhaupt kein Problem. Dann ist es ähnelt dem Osteoporose-Programm, was wir auch umsetzen. Und dann geht es wirklich darum, die Knochengesundheit zu stärken. Wenn ich mich jetzt unsicher fühle, so hoch irgendwo zu gehen, ist es auch effektiv, dass einfach die Rückwärtsbewegung auch einfach auf der Matte zu machen. Kann man schon auch. Ja, ja, klar. Wir machen das auch einfach, dass wir uns quasi so eine visuelle Grenze legen mit einem Seil, einem Springseil, dass man das Gefühl hat, man steigt irgendwo rüber. Ja, dann ist es ein bisschen leichter für den Kopf. Ne? Aber auf jeden Fall. Genau, das ist eher für die Fortgeschrittene. Ne? Wenn man das Gefühl hat, das ist zu leicht und ich komme damit gut zurecht, dann würde ich eine Erhebung einbauen. Ja, prima. Super. Dann können wir es auch ganz einfach machen. Das heißt, wir versuchen uns auf der OTT immer an Bewegungen zu orientieren, die wir als Kinder irgendwann mal gemacht haben, die wir dann einfach vergessen haben. Und Osteoporose ist ja was, was nicht nur die unteren Extremitäten betrifft oder auch Knochenmetastasen können auch durchaus im oberen Bereich sein. Das heißt, das einfachste Training ist Klatschen. Weil Klatschen führt immer dazu, dass wir einen Impact generieren und ist ein wunderschönes Training für die Oberkörper. Aktivität. Das heißt, idealerweise verbinden wir das und machen daraus einen Hampelmann. Auch das würde ich erst ohne Sprung machen, sondern ich würde einzeln umsetzen. Das heißt, wir klatschen oben, setzen das Bein um, stellen es wieder an und setzen um. Das ist was, was jeder machen kann, weil wir da überhaupt kein Risiko haben. Und auch da, die fortgeschrittene Variante wäre dann natürlich der Hampelmann. Den darfst du mal vormachen. Ja. Genau, da haben wir keine Flugphase. Das heißt, es ist in sich eine geschlossene Übung, es ist ein geschlossenes System. Und erst wenn sie tatsächlich in die Sprungbewegung bekommt, wird es dann schwieriger. Auch da muss man einfach so ein bisschen, das Schuhwerk ist wirklich absolut relevant. Da darf auch nichts dabei irgendwie im Weg rumliegen, dass man irgendwie stolpert. Aber wenn sie dann in den Sprung kommt und den Hampelmann macht, dann ist das ein Training, was man super umsetzen kann, sofern keine Frakturgefährdung vorliegt. Genau. Das heißt, wenn... wenn man sich nicht ganz sicher ist, dann sollte man lieber auf die Sprungbewegung verzichten. Sagen wir mal so, in der klinischen Praxis machen wir das zumindest auch so, weil das Worst-Case-Szenario ist ja der Bruch. Das heißt, das ist natürlich das, was wir auf gar keinen Fall wollen. Ne? Dann würde ich eher auf Nummer sicher gehen. Und ich glaube, da haben ja auch alle Angst vor. Genau. Also, aber Klatschen ist ja auch gut. Ich könnte ja auch meinen Mann dazu bewegen, sich ein bisschen schneller zu bewegen. Ja, Klatschen macht immer Sinn. Klatschen ist immer gut, absolut. Oder? Ja, Konzerte sind ja jetzt auch wieder möglich. Ja, genau. Auch Klatschen. Genau. Ja, so ist es. Okay. Sehr gut. Dann würde ich dich einmal bitten, die Schuhe auszuziehen. Die Schuhe waren ja jetzt wichtig, damit man nicht rutscht oder überhaupt, damit man mehr Halt hat. Ja. Aber ist nicht Barfußlaufen auch gut? Oder
Absolut. Kommt sehr auf die Zielsetzung an, tatsächlich. Okay. Also wenn man Richtung Sprungbewegung ist, wenn man Übungen macht, wo man irgendwo hoch oder runter läuft, dann würde ich es immer mit festem Schuhwerk machen. Wenn es dann aber wirklich darum geht, die Füße zu sensibilisieren, rauszufinden, was spüre ich noch nach und wo habe ich Defizite, dann würde ich es immer ohne machen. Okay. Genau. Ja. Ich glaube, der Wechsel zwischen unterschiedlichen Untergründen ist auch das, was wir im Rahmen der Polyneuropathiebehandlung immer nutzen sollten. Also das heißt, wenn Sie zu Hause einerseits Teppichboden haben, dann haben Sie Fliesen, dann haben Sie einen Holzboden, würde ich einfach mal die Schuhe aufziehen. Das muss ja auch nicht lang sein, also es sollen keine kalten Füße am Ende entstehen, aber so, dass man eben den unterschiedlichen Untergrund wahrnimmt. Und geht es auch in so Rutschsocken oder hat man dann schon weniger Gefühl? Hat man, glaube ich, weniger Gefühl, aber es ist natürlich, da haben wir den großen Vorteil, dass man, wenn man rutscht, dass man eben aufgehalten etwas wird. Etwas Halt hat. Ja, ja, genau. Super. Wir versuchen immer Alltagsmaterialien zu benutzen, weil ich weiß, es gibt viele Patienten, die ganz unterschiedlich vieles Material zu Hause haben und dann manche haben gar nichts. Das heißt, wenn Sie zu Hause ein Erex-Kissen haben sollten, also diese unebenen Untergründe, diese blauen Kissen, können Sie das jetzt auch benutzen. Wir versuchen das Ganze mit dem Handtuch zu simulieren. Ich legte das einmal hier mitten drauf. Und du würdest einmal dich mit einem Fuß draufstellen. Auch das ist wieder was, wenn Sie sich unsicher fühlen, suchen Sie sich ein Eckchen, wo Sie sich festhalten können oder Ihren Partner. Partner mitmachen lassen ist auch immer gut. Was wir jetzt versuchen, ist, dass wir eine unebene Situation generieren. Das heißt, auch das ist etwas, was man eher macht, wenn man fortgeschritten ist, weil das kann man auch alles ohne machen. Sie würde jetzt versuchen, das Gewicht auf das eine Bein, wo jetzt das Handtuch drunter liegt, draufzulegen und dann würde sie die Bewegung nach außen machen, seitlich weg. Das heißt, wir versuchen, eine Disbalance zu generieren und sie versucht trotzdem mittig stehen zu bleiben. Das würde ich alles mit Socken oder barfuß machen, weil wir da einfach ein besseres Feedback haben. Das Gleiche kann sie auch nach hinten machen. Schwieriger, weil wir da so ein bisschen auf die Haltung aufpassen müssen, aber sie macht das wunderschön. Wie oft muss ich, oder wie lange muss ich das jetzt machen, damit es effektiv ist? Also, es sieht für mich anstrengend aus. Also ich würde 20 Sekunden machen. Auch wieder. Auch wieder, genau. Und ich würde, da wäre zum Beispiel diese Idee, nicht eine passive Pause zu machen, sondern eine aktive. Das heißt, ich würde Sie bitten, im Zweifelsfall das Bein zu wechseln. Dann schont sie in dem Moment das andere Bein und kann dann da üben. Mit, ne? Ja. Genau. Was wir immer gerne machen, ist, dass man am Ende, wenn das gut klappt, mal lassen wir die Patienten 8 malen. Erstmal konzentriert man sich dann total auf die 8 und viel weniger auf die eigentliche Aufgabe. Und das funktioniert eigentlich immer ganz gut, um so eine zusätzliche Aufgabe. Ne? Also wenn und nochmal, das funktioniert auch alles, wenn ich mir zum Beispiel auch 2 Stühle hinstelle oder so und mich da festhalte. Absolut. Also ich denke nur einfach dran, ne, dass da... Ja. Genau, also alle Übungen kann effektiv. Man auch im Sitzen machen. Das heißt, ich kann sie auch einfach hier, ich setze mich mal hier drauf, ja. Das heißt, das, was wir gerade gemacht haben, kann sie ja auch im Sitzen machen. Das heißt, sie würde initial versuchen, genau die 8 zu malen, trainiert damit genau die gleiche Muskulatur, die wir im Stehen machen. Aber es ist deutlich angenehmer natürlich und man hat auch keine Gefahr, umzufallen. Ne? Also alles geht auch im Sitzen. Der Hocker sieht jetzt nicht so stabil aus, aber zu Hause hat man hoffentlich was anderes. Stabilen Stuhl. Genau. Ah ja, aber das ist ja gut zu wissen, dass es auch im Sitzen effektiv ist. Sehr schön. Du darfst direkt auch sitzen bleiben, weil es gibt ja auch so Tage, da hat man überhaupt keine Lust auf Bewegung und möchte aber trotzdem irgendwie was machen. Das versuchen wir in den Bereich der kognitiven Übung einzusortieren und da versuchen wir gerne Hand- und Fußkoordination zu machen, weil das ist auch was, was jedem von uns unabhängig davon auch einfach schwerfällt, weil wir es einfach selten machen. Das heißt, du würdest die Hände einmal auf deine Knie legen und du würdest jetzt erstmal parallel starten, dass du die Zehen und die Hand gleichzeitig abhebst. Genau, das sollte noch relativ leicht sein. Das dürfen Sie auch gerne zu Hause alle direkt mitmachen. Und dann versuchen wir das Ganze jetzt über die Diagonale. Das heißt, du hebst die linke Hand und den rechten Fuß oder andersrum, genau. Ah, das ist ja interessant. Ich wollte gerade sagen, das ist auch spannenderweise was wir gerne mit unseren eigenen Familien ausprobieren, um zu sehen, ob das überhaupt machbar ist. Ne? Und was bewirkt es jetzt? Bewirkt es was muskulär oder mehr so Entspannung? Oder? Also es ist schon dadurch, dass wir die Hand-Fuß
Koordination machen und rechts und links versuchen eben zu mischen, ist es tatsächlich was, was uns kognitiv beansprucht. Das heißt, vom Übungsablauf wäre das etwas, also sagen wir mal, wir würden uns 45 Minuten zu Hause vornehmen, sind das die intensivsten Übungen. Gleichgewichtsübungen, kognitive Übungen sind immer die, die man am Anfang macht. Und dann geht man noch eine Runde spazieren mit dem Hund oder so. Ja, schön. Ne? Mhm. Genau. Wir können das Ganze auf die Spitze treiben und würden das Ganze vermischen. Also wir starten parallel wieder, also parallel. Genau, parallel. Und dann würdest du über die Diagonale wechseln. Also immer zweimal parallel und zweimal diagonal. Ja, super. Und das ist so eine kleine Übung. Wir haben den großen Vorteil, dass wir noch zusätzlich ein bisschen was für die Wadenmuskulatur machen, weil wir natürlich immer wieder die Fußspitze anziehen. Und gleichzeitig ist es etwas, was ein ganz anders mal beansprucht. Da draußen verzweifeln wahrscheinlich schon ein paar Grad. Was völlig in Ordnung ist. Ich probiere es nachher, wenn ich allein bin, damit es niemand sieht. Okay. Und dann würde ich, auch das kann man sowohl im Sitzen als auch im Stehen machen. Ich würde es, glaube ich, mal im Stehen machen lassen, damit wir dich wieder richtig sehen. Polyneuropathie ist ja etwas, was sowohl Taubheit generiert, aber auch ein Kribbeln, ein Missempfinden. Und wir versuchen mit Übungen, die man wahrscheinlich noch nie in seinem Leben gemacht hat, neue Situationen zu erschaffen. Das heißt, im Zweifelsfall nimmt man sich einfach ein Blatt Papier und ich würde dich bitten, dass du das jetzt einmal zusammenkruzzelst. Also als würdest du das knüdeln wollen mit den Füßen. Beide Füße. Ja, genau. Und du versuchst jetzt ein Papierknüdel daraus zu machen. Boah, das kann ich die so beide? Geht es ja, mit du darfst es. Oder geht es ohne Strümpfe besser? Es geht ohne wahrscheinlich besser, aber du kannst es gerne mit versuchen. Also versuch. Okay. Gibt keine Regeln. Versuch einfach nur ein Papierknödel daraus zu machen, sonst helfe ich dir auch gerne. Dass ja, genau. Ich glaube, die Matte ist so ein bisschen zu rutschig. Ja. Ja, genau. Ja, genau. Du musst erstmal einen Anfang so zu bekommen. Ja, genau. Also wie gesagt, das hat keine Regeln und ein Blatt Papier hat jeder, glaube ich, von uns zu Hause. Genau. Und das ist eine Übung, die man auch, wenn man die noch nie gemacht hat, feststellt, dass das gar nicht so einfach ist, so ein Papier zu knüdeln, wobei viele Patienten uns am Anfang ein bisschen belächeln, was das jetzt soll. Ja. Das ist auch völlig in Ordnung. Nicht so einfach. Ja. So. Genau, und die größte Krux entsteht dann, wenn wir die Patienten bitten, das Ganze wieder auseinanderzumachen, ohne dass das Papier reißt, weil dann geht es ja tatsächlich darum, Feingefühl in die Füße zu adressieren, ne? Und genau. Plötzlich mit den Füßen eigenständig zu arbeiten. Mhm. Auch das ist was, was wir einfach selten machen. Das heißt, so der Appell nach Hause, wenn Polyneuropathien vorliegen, versuchen Sie sich einfach immer wieder in neue Situationen zu bringen und im Zweifelsfall knüdeln Sie ein Stück Zeitung. Mhm. Dann könnten wir auch beim Zähneputzen ein Blatt Papier immer sich Absolut. Auf den Boden legen. Ja, und ja. Genau. Ja, so ist es. Frage einer Zuschauerin, effektive Kraftübungen. Ja, sehr gute Frage. Also das ist alles, was hinsichtlich Knochenmetastasen ist, da würde ich immer empfehlen, in einer Ebene zu arbeiten. Das heißt, ich würde versuchen, Rotationen zu vermeiden. Einfach, dass wir sicher gehen, dass die Übungen auch adäquat umgesetzt werden. Das heißt, wir können zum Beispiel, würde ich Sie, was wir gut machen können, um auch wieder diese sitzende Komponente dabei zu haben, ist, dass sie sich quasi vorstellt und sie zu Hause, wenn sie einen Stuhl haben, stehen sie dann einfach auf, sich vorstellt, dass sie hinter sich einen Stuhl hat und sie würde dann eine Kniebeuge machen. Wir haben die Füße so breit wie die Hüfte, die Knie zeigen so ein bisschen nach außen Richtung großer Zeh. Und dann kann sie gerne die Arme als Ausgleichsbewegung mit nach vorne nehmen, genau, und streckt sich dann wieder aus. Das ist etwas, das brauchen wir immer, weil wir stehen aus dem Stuhl, müssen wir immer wieder aufstehen. Und je häufiger wir das machen, desto besser. Das heißt, es ist ein perfektes Training für die untere Extremität. Und es ist was, was in der Ebene bleibt, ne? Ohne irgendwelche Schwierigkeiten. Und jetzt mal auf den Stuhl setzen und aufstehen, wäre jetzt ein bisschen einfacher, wäre das auch effektiv? Genau, so initial, wenn das Schwierigkeiten macht, versucht man sich auch immer mit den Händen zu helfen. Ne? Das darf man auch, glaube ich, am Anfang. Es wäre dann halt das Ziel, dass man das dann irgendwann ohne macht. Ohne gemacht, genau. Genau, ja, absolut. Genau, und alle Übungen, auch die wir gerade gemacht haben, also diese 8-mal, diese Bewegung zur Seite, wenn Sie das 20 Sekunden machen, 3-mal hintereinander, werden Sie relativ schnell feststellen, dass für die untere Extremität damit eigentlich schon alles abgegolten ist. Ja. Prima. Okay, dann gebe ich dir einmal die Bälle dazu. Wir kommen einmal zu den Profis. Das sind Übungen, die wir jetzt machen, wo wir zwei verschiedene Übungen versuchen zu kombinieren. Das heißt, wir haben eben versucht, einbeinig zu stehen. Wir machen das Ganze ein bisschen leichter. Das heißt, Sie zu Hause,
wir fangen immer mit unseren neuen Patienten so an, dass wir erstmal rausfinden, wo quasi die persönliche Grenze ist. Das heißt, wir starten im bipedalen Stand. Wenn das gut funktioniert und der Patient das gut kann, dann wechseln wir erst. Das heißt, ich würde Sie bitten, sie bleibt jetzt so stehen, würde ich Sie erstmal bitten, dass Sie nacheinander die Bälle nach oben wirft. Wenn das gut funktioniert und der Patient ballaffin ist, würden wir Sie im Zweifelsfall bitten, das gleichzeitig zu machen. Oh, weil ich bin gar nicht ballaffin. Was würde ich dann machen? Dann würdest also Belle und ich, das war noch nie, wir haben uns noch nie gemocht. Das ist kein Problem. Im Zweifelsfall würdest du einfach eine andere Aufgabe oben machen. Also im Zweifelsfall machst du irgendwas mit dem Theraband. Das heißt, es geht ja wirklich nur darum, dass wir eine zweite Aufgabe mit dazugeben wollen, damit du dich auf die eigentliche nicht mehr konzentrierst. Ja. Wenn das jetzt gut funktioniert, würden wir Sie bitten, sich in den Semitandemstand zu stellen. Das heißt, wir stellen die Füße voreinander. Genau, so dass wir aber noch genug Auflagefläche haben. Das ist quasi die zweitschwierigste Version. Und auch da würden wir Sie bitten, gleichzeitig die Bälle nach oben zu werfen. Wichtig und was man gerne zu Hause vergisst, ist, dass wir ja noch eine andere Seite haben. Das heißt, wir müssen dann auch mal das vordere Bein tauschen. Genau. Man muss ja nicht weit hochwerfen, oder? Das würde ich das wurde ich eben auch direkt gefragt. Genau. Nee, darum geht es nicht. Genau. Ja. Es geht wahrscheinlich um Gleichgewicht und, ne, genau. Genau. Und wenn das gut funktioniert, dann stellen wir dich in den Schritt. Das heißt, die Füße stehen direkt voreinander. Je größer wir den Schritt wählen, desto schwieriger ist es, weil es einfach instabiler wird. Das heißt, ich würde immer erst anfangen, den Schritt klein zu wählen. Mhm. Körpergewicht auf beide Füße gleich. Und dann würde sie wieder versuchen, hochzuwerfen. Und die Alternative wäre Theraband ziehen oder zum Beispiel? Genau, was immer, also man könnte auch währenddessen Sudoku lösen, also das ist uns eigentlich relativ egal, also es geht wirklich nur darum, dass wir Dual Task versuchen, quasi die Aufgaben zu kombinieren. Ja, also das ist ganz wurscht. Genau, super. Da eben nochmal die Frage nach den Kraftübungen war, kann ich das vielleicht noch einmal zeigen? Also wir würden wieder den Ausfallschritt machen und dann würden wir einen kleinen Lunge machen, also ein bisschen nach unten. Dann kommen wir wieder nach oben hoch. Genau, würden das so dreimal machen. Wenn Sie zu Hause schon Vorerfahrung haben und das Gefühl haben, dass das gut machbar ist, können wir das Ganze quasi erschweren, indem wir hinten den Fuß ablösen und uns vorne hinstellen und dann quasi aus der dynamischen Übung in die statische kommen und den Einbeinstand halten. Und dann würden wir den Füßchen wieder hinten hinstellen und das Gleiche wieder machen, genau, und stellen uns wieder vorne drauf. Mhm. Das ist tatsächlich eines der schwierigsten Übungen, die wir machen, wobei wir jetzt noch auf dem Boden arbeiten, ne? Auch das ist alles Sachen, die man gut zu Hause umsetzen kann, ohne viel Raum und Platz zu brauchen. Genau, ne? Genau. Genau, ja. Also eigentlich ist es, glaube ich, gibt es ehrlicherweise keine Grenzen. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man sich wohlfühlt bei der Bewegung. Schmerzen zu tolerieren, das ist ja so ein Spruch mal gewesen. Nee, das muss man nicht. Also die Schmerzgrenze muss man wahrnehmen und weiter sollte man auch nicht gehen. Das ist unglaublich wichtig. Und man soll einfach Bewegung machen, die einem Spaß machen. Also es ist eigentlich völlig egal, was. Es sollte mit dem Arzt abgesprochen sein. Mhm. Kontaktsportarten würde ich vielleicht versuchen zu vermeiden, wenn man das sowieso nie gemacht hat. Ja. Okay, unsere Turnstunde ist schon fast rum, aber wir haben ja auch einen Moment später angefangen. Ja. Eine Frage vielleicht noch. Es gibt ja so Tage bei uns, da kommen wir nicht mal aus dem Bett, weil schwach, weil, weiß ich nicht, vielleicht Medikamente oder nicht geschlafen. Kann man dann irgendwas im Bett machen, um sich so ein bisschen mobil zu halten? Also im Zweifelsfall gibt es ja auch diese Bewegung, die man gerne im Flugzeug macht. Da gibt es ja jetzt auch schon so Zettelchen. Also Wadengymnastik, also dass man den Fuß anzieht, genau, dass man dann größer wird und dann tatsächlich das Ganze, also im Liegen, dann das Bein anzieht und wieder ausstreckt. Ne? Also es ist wirklich wichtig, dass man die Zeiten im Bett auch wenn man die vielleicht initial nicht möchte, dass man aber aktiv zumindest was dagegen tut. Weil ich glaube, diese Zeit, wo wir wirklich nichts machen, das ist eigentlich das Gefährlichste, weil wir bauen unglaublich schnell ab. Der Körper fängt an, Strukturen abzubauen, die wir vielleicht jahrelang auftrainiert haben. Das heißt, wir müssen unbedingt in Bewegung bleiben. Auch das muss nichts Großes sein. Wenn Sie ein Theraband zu Hause haben, machen Sie sich das unten an die Bettkante und rudern so ein bisschen. Es muss nichts Großartiges sein, ne? Aber so ein bisschen Bewegung ist immer gut. Ja, und da braucht man auch dann, habe ich verstanden, gar nicht so viel Hilfsmittel. Also gerade für die Standbewegungen, eine Treppe oder
das Handtuch hatten wir genutzt. Ja, vielleicht ein Theraband, das ist jetzt auch nicht so schwierig zu kriegen. Richtig, ne, genau. Da kann man viel mitmachen. Und prima. Wenn jetzt jemand sagt, oh, ich traue mir das nicht so gern zu, ich hätte da schon gern Anleitung dazu. Also ich habe verstanden, in Köln gibt es da ein gutes Angebot. Gibt es auch sonst flächendeckend oder? Ja, tatsächlich. Oder also wir sind da dran, würde ich sagen. Also wir bilden flächendeckend Therapeuten aus. Das klappt. Also wir sind noch leider nicht überall in Deutschland angekommen, aber wir versuchen quasi die OTT auszuweiten, sodass jeder Patient irgendwann die Möglichkeit haben wird, standortnah einen Therapeuten zu finden. Ich kann das auch jedem nur ans Herz legen, dass man initial zumindest einmal Kontakt hatte mit jemandem, der sich gut damit auskennt, damit man da auch keine Fehler zu Hause macht. Eben, das wäre ja ein Traum. OTT ist onkologische Trainings- und Bewegungstherapie. Ah ja, genau. Ja, genau. Also wenn Sie zu uns kommen wollen, dann sehr gerne. Gibt es da irgendwie im Internet Adressen, wo das schon verfügbar ist? Ja, oder? Wir haben so eine Landkarte aufgebaut, wo man quasi seine Postleitzahl einfach nur eingibt und dann findet man quasi hoffentlich im Umkreis einen passenden Therapeuten. Okay, wir werden das nochmal irgendwie in den Chat stellen oder so, die Regie vielleicht den Link. Und dann kann man da gucken. Ja, dann ist leider die Zeit zu Ende, aber alle aus dem Kölner Raum können natürlich in echt kommen. Ja. Andere auch, das sehen wir dann auf der Internetseite und das Angebot wird ausgebaut. Und ansonsten immer die Ermutigung, wie hast du gesagt, alles ist besser als, jede Bewegung ist besser als keine Bewegung. Ist es. Genau. Ja. In diesem Sinne, ich bin auch kein Sportwahnsinnsviech, aber ich versuche auch immer, mich zu bewegen. Und in diesem Sinne, vielen, vielen Dank. Sehr gerne. Wir sind motiviert, weiterzumachen. Genau. Und hier geht es gleich weiter wieder mit einer Gesprächsrunde zu medizinischen Themen. Und ihr turnt vielleicht noch ein bisschen. Das machen wir. Alles klar. Vielen Dank. Also und vielen Dank für deine Zeit. Sehr gerne. Und deine Vorführkünste. Dankeschön. Hallo zusammen. So, ich hoffe, ihr hattet Zeit, euch wieder umzuziehen und euch ein bisschen frisch zu machen nach unserer Sportrunde. Ihr habt ja sicher auch alle mitgemacht. Zumindest hoffe ich, dass wir euch ein paar Ideen geben konnten. Zum einen Druck nehmen, wir müssen nicht immer, aber zum anderen, es tut doch oft gut. Und jetzt steigen wir wieder ein, zurück zu den medizinischen Themen. Es geht jetzt um den triple-negativen Brustkrebs. Natürlich metastasiert und ich freue mich wahnsinnig, dass Conny hier ist, Cornelia Kohlberg-Liedtke, wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Universitätsklinik Essen. Conny, du bist für mich quasi die Frau Professor Triple Negativ. Also das ist immer so, seit wir uns kennen, wir kennen uns schon lange, hast du dich intensiv mit dem Triple Negativen Brustkrebs beschäftigt und Triple Negativ war oder ist ja ein Stück weit noch immer so das Schreckensgespenst. Oh wei, jetzt ist Triple Negativ und jetzt gibt es gar nichts mehr. Und gerade auch metastasiert, vielleicht Tumoren, die mal hormonabhängig waren, plötzlich Triple Negativ und dann ist die Verzweiflung groß. Ist denn der Triple Negative Brustkrebs immer noch so für euch Behandler das Schreckensgespenst oder seht ihr Land? Ich glaube, alleine die Art und Weise, in der du das formuliert hast, lässt einen ahnen, dass es nicht mehr so ist. Ja, ich glaube, vielleicht muss man so ein bisschen dazu sagen, wo kommt der Begriff her? Ne? Der Begriff Triple-Negativ hat ja eigentlich, ist ja so definiert worden, als dass man die drei Therapieziele, die man damals maßgeblich hatte, nämlich Östrogenrezeptor, Progesteronrezeptor und HER2-Überexpression, nicht hatte und damit sozusagen ja die beiden Haupttherapien, also Antihormontherapie und HER2-zielgerichtete Therapie, nicht möglich bzw. nicht wirksam waren und man nur sozusagen auf die Chemotherapie zurückgeworfen wurde. Und ich glaube sozusagen damit, dass wir jetzt zunehmend doch auch bei der triple-negativen Erkrankung Zielstrukturen identifiziert haben, die man therapeutisch angehen kann, dass es eben nicht mehr nur die Chemotherapie ist sozusagen, das zeigt, glaube ich, schon so ein bisschen, dass dieses Schreckgespenst triple-negativ tatsächlich so in der Art eigentlich nicht mehr existiert und wir doch mittlerweile eben letztlich auch fast so weit sind, noch nicht ganz so viel, aber doch sehr, sehr zunehmende
Therapieoption zu bekommen, wie das eben bei anderen Brustkrebstypen der Fall ist. Und das tatsächlich sozusagen diese unglaubliche Angst und dieses Erstarrtsein, wenn möglicherweise diese Diagnose kommt, heute definitiv nicht mehr gerechtfertigt ist. Das heißt, so ganz negativ ist der Tumor gar nicht mehr, sondern was gibt es da für Zielstrukturen, die ich glaube, neu entdeckt wurden? Ich glaube, das eine, was glaube ich, maßgeblich gewesen ist, ist die Diskussion über die Immunogenität des Tumors. Ja? Also sprich, dass man weiß mittlerweile, dass Tumoren, triple-negative Tumoren, eben sehr, sehr, sehr immunologisch aktiv sind. Ja? Das heißt, dass sie sozusagen eben aufgrund des oder mit dem Immunsystem sehr stark interagieren. Das hat wahrscheinlich damit zu tun, dass diese Tumoren eben tatsächlich eine sehr hohe Teilungswahrscheinlichkeit haben, damit eine sehr, sehr hohe Mutationswahrscheinlichkeit. Und all das sind Dinge, die gerade diese triple-negativen Tumore sehr, sehr empfindlich machen, sozusagen gegenüber dem Immunsystem. Das heißt, dass gerade triple-negative Tumoren und das Immunsystem stehen sozusagen sehr stark im Wechselspiel. Ja? Und wenn man das weiß, ja, dann erklärt es so ein bisschen, warum man eben gerade durch den Einsatz von Medikamenten, die in diese Wechselwirkung Immunsystem Tumor eingreifen, dass die gerade bei triple-negativen Tumoren besonders wirksam sind. Und das ist, glaube ich, so eine der Hauptdinge, die wir in den letzten Jahren vor allem haben, erkennen und dann auch ausnutzen können, eben in der Therapie, dass wir eben diese immunologisch wirksamen Medikamente mittlerweile eigentlich standardmäßig einsetzen. Jetzt unterhalten wir uns hier über den fortgeschrittenen, sprich metastasierten Brustkrebs. Da ist es sicherlich mittlerweile eine der Hauptsäulen, aber tatsächlich mittlerweile auch in der frühen Erkrankung ist so die Immuntherapie in den meisten Fällen eigentlich nicht mehr wegzudenken. Und es ist gut, dass wir sie haben. Die Immuntherapie wird ja auch mit bestimmten Markern, PD-L1, zum Beispiel, in Verbindung gebracht. Wie wird dieser Marker bestimmt und was gibt es da für Grenzwerte? Also die Immuntherapie ist ja nicht für jeden triple-negativen Tumor genau wirksam. Das ist richtig. Also es geht uns vor allem um ein Eiweiß auf der Tumorzelloberfläche, das heißt PD-L1. Das ist wahrscheinlich einer der Hauptangriffspunkte der Immuntherapie. Und es ist so, dass man den mit verschiedenen Tests sozusagen bemitteln kann. In der Regel macht man das mit Immunhistochemie, ehrlich gesagt genauso, wie wir das bei HER2 oder auch bei ERPR auch machen. Das Problem ist, dass es unterschiedliche Auswertungsalgorithmen gibt oder Auswertungsmethodiken gibt. Das heißt, wie man den auf der Zelloberfläche, ich sag mal, zählt. Ja? Und wir haben bei triple-negativen Tumoren in der metastasierten Situation aktuell zwei Medikamente zugelassen. Das ist das Pembrolizumab und das Atezolizumab. Und das Problem ist ein bisschen, dass wir das Pembrolizumab mit der einen, ich nenne es mal Zählmethode, einsetzen. Das heißt, da muss ein bestimmter Grenzwert überschritten sein. Und bei dem Atezolizumab verwenden wir sozusagen eine andere Zählmethode. Die haben gewisse Überschneidungen, aber nicht komplett. Aber tatsächlich sozusagen aufgrund der Zulassung ist es so, dass eben der eine oder der andere eben entsprechend mit dem Medikament positiv sein muss. Und je nachdem, in welchem Stadium man testet, sind das so etwa ja ein Viertel bis die Hälfte der Patienten, die PD-1, PD-L1 positiv sind und die dann eben mit diesen Medikamenten behandelt werden können. Wird es an der Tumorprobe bestimmt oder könnte man das auch an zirkulierenden Tumorzellen zum Beispiel bestimmen? Aber wahrscheinlich ist man da auch an eine Zulassung gebunden oder genau. Welche Möglichkeiten gibt es? Weil ich meine, die immer Rebiopsie ist ja manchmal auch schwierig. Also wann würde man das im besten Fall testen? Also tatsächlich ist es so, dass wir eigentlich die Immuntherapien ohnehin bei der Erstdiagnose Metastasierung einsetzen. Und da ist auch insbesondere das Atezolizumab alleine auch zugelassen. Also sprich, bei Pembrolizumab haben wir einen etwas größeren Zeitraum, wo wir das einsetzen können. Das heißt, üblicherweise erfolgt die Testung von PD-L1 sozusagen tatsächlich bei der Erstdiagnose Metastasierung, wenn nicht sogar schon vorher. Ja. Und dann sozusagen tatsächlich, so wie du gesagt hast, am Tumorgewebe. Ich glaube sozusagen aus wissenschaftlicher Sicht bin ich mir sicher oder nehme ich an, dass sozusagen die Testung zum Beispiel auch bei zirkulierenden Tumorzellen oder Ähnlichem möglicherweise auch positiv sein könnte. Das Problem ist, glaube ich, erstens, dass wir das noch nicht untersucht haben, ja? Sodass wir nicht sicher wissen, ob die Aussagekraft zum Beispiel an Bestandteilen im Blut genauso gut ist. Und sag mal so, das, was wir testen, ist nicht eine reine Testung in der Regel der Tumorzellen. Anders als bei Östrogenrezeptor, Progesteronrezeptor und HER2, wo es ja wirklich nur um den Tumor geht, hat es bei der PD-L1-Testung auch sozusagen mit der Interaktion mit den Tumorzellen und dem Immunsystem zu tun. Das heißt, man testet das sogenannte Microenvironment oder sozusagen die
die direkte Umgebung der Tumorzellen. Und ob sich das, sage ich mal, im Blut, in den Blutbestandteilen genauso ja, widerspiegelt, das wissen wir bis dato nicht. Ich kann mir vorstellen, dass wir da sicherlich auch mittelfristig aus der Notwendigkeit, die du gesagt hast, ne, man kann nicht immer wieder biopsieren, auch Biomarker entwickeln werden. Aber im Moment ist es tatsächlich wirklich die klassische Tumorprobe in der Regel optimalerweise aus der letzten Metastasierung, also die, die auch die Therapieindikation, die Therapiedringlichkeit bestimmt. Aber du sagst ja, das wird sowieso in der Regel bei der ersten Metastasierung, die auftritt, getestet, weil es da auch schon die Zulassung gibt. Und da gibt es ja in der Regel auch irgendeine Biopsie, weil sonst ist ja die Metastasierung noch gar nicht festgestellt worden. Genau. Kann man an dieser Probe oder sollte man da noch was anderes bestimmen? Vielleicht BRCA oder einfach um vielleicht auch überhaupt die Therapielinien planen zu können. Ja, also ich glaube, das BRCA, auch da muss ich sagen, heute, also 2023, ist es so, dass sozusagen wir ja schon sehr hohe Aufmerksamkeit gegenüber BRCA 1 und 2 Testungen haben. Und ich glaube, viele Frauen, die dann letztlich in die metastasierte Situation kommen, hoffentlich auch schon wissen, ob ein BRCA-Nachweis tatsächlich in der Familie tatsächlich vorliegt. Ja. Nichtsdestotrotz, sozusagen, wenn das noch nicht erfolgt ist, absolut. Ja, also sozusagen abgesehen von dem, was wir sozusagen die Therapien, die wir eben insbesondere bei den triple-negativen Tumoren einsetzen, ist es so, dass eben BRCA ja unabhängig sozusagen vom triple-negativ-Status eine Rolle spielt. Bei den triple-negativen Tumoren ist die Wahrscheinlichkeit einer BRCA-Mutation höher, aber bei Patienten mit anderer Erkrankung, also insbesondere auch hormonrezeptor-positive Erkrankung, ist es letztlich auch genauso möglich. Also das sollte unabhängig davon erfolgen und insbesondere sozusagen mit Hinblick auf die Familiengeschichte. Das ist natürlich wichtig. Weitere Marker bis dato haben wir nicht. Also sozusagen, wenn du auf weitere zielgerichtete Therapien ansprichst, also zum Beispiel Sacituzumab govitecan als ein weiteres Medikament, was wir beim triple-negativen Mammakarzinom aktuell einsetzen, ist es so, dass dessen Zielstruktur, und das ist ja mal so, wir haben in der Regel eine Struktur, auf die die Therapie zielt und dann das dazugehörige Medikament, dass wir das Medikament, auf das Sacituzumab govitecan wirkt, nämlich das sogenannte TROP2, tatsächlich bis dato wissen, dass das nicht die Voraussetzung für die Wirksamkeit ist. Also Patienten müssen nicht, ich sage es konkret, TROP2 positiv sein, um sozusagen einen Nutzen von Sacituzumab govitecan zu haben, sodass es sozusagen da tatsächlich keine Testung erfolgen muss. Okay, das heißt, wir haben jetzt besprochen, was testet man im besten Fall schon am Anfang, wenn die Metastasierung festgestellt wird. Du hast ein paar Therapieoptionen angesprochen. Könntest du jetzt vielleicht mal versuchen zu skizzieren, wie so ein Therapiealgorithmus aussehen würde? Was, wenn? Wenn oh es je, nicht zu komplex wird, aber ich glaube, beim Triple-Negativen kann man es gerade noch überschauen. Da geht es, glaube ich, noch ganz genau. Also es ist so, dass tatsächlich immer noch in der ersten Linie, wie wir sagen, also in der Situation, wenn erstmalig Metastasen sozusagen diagnostiziert werden, wir in der Regel ein immunologisches Medikament, also Pembrolizumab oder Atezolizumab einsetzen, die üblicherweise in Kombination mit einer Chemotherapie gegeben werden. Das ist so der Erstlinienstandard, ja, und zwar, sag mal, nicht nur hier in Deutschland, sondern, sag mal, weitestgehend international, ja. Was dann wichtig ist sozusagen, ist tatsächlich die Kenntnis über den BRCA-Status, ja, weil sozusagen bei Patienten, bei denen eine BRCA-Mutation da ist, dann würde man in der nächsten Therapiesituation üblicherweise die BRCA-Mutation ausnutzen, also sprich das üblicherweise dann das Olaparib zum Beispiel einsetzen in der Situation. Ansonsten, wenn eben keine BRCA-Mutation da ist, ist es so, dass wir in der sogenannten zweiten Linie eigentlich zwei Möglichkeiten haben. Das Sacituzumab govitecan kann in der zweiten Therapielinie eingesetzt werden. Die Voraussetzung dafür ist, dass man eben schon zweimal vorher eine Chemotherapie bekommen hat. Und davon zählt auch eine in der frühen Situation. Das heißt, wenn man bei Ersterkrankung eine Chemotherapie bekommen hat und dann die zweite in der Erstlinie zum Beispiel in Kombination mit der Immuntherapie, dann kann Sacituzumab govitecan eben dann in der zweiten Linie auch eingesetzt werden. Und es wäre da so der übliche Weg. Man muss immer wissen, dass natürlich alle diese Medikamente auch Nebenwirkungen haben. Auch Sacituzumab govitecan ist, was Nebenwirkungen angeht, nicht ganz ohne. Und dementsprechend kann auch durchaus in der Situation eine klassische Chemotherapie eine Alternative sein. Und ich denke, da ist es wichtig, einer Patientin jetzt sozusagen unabhängig dazu, ob jetzt BRCA vorliegt oder nicht, auch schon die Optionen zu nennen und so ein bisschen gemeinsam zu entscheiden, was auch sozusagen vor dem Hintergrund der zu erwartenden Wirksamkeit, aber auch vor dem Hintergrund der zu erwartenden Nebenwirkungen tatsächlich sinnvoll ist. Sacituzumab govitecan ist die Infusion. Chemotherapie kann zum Teil eben auch als Tablettentherapie gegeben werden. Und es gibt sicherlich die eine oder andere Frau, die möglicherweise in der Situation auch sich überlegt, ob sie dann nicht möglicherweise auch tatsächlich auf eine Alternative sozusagen umwelt. Frau wie Mann. Genau.
Genau, das heißt, du sagst, wir haben glücklicherweise mittlerweile je nach Linie verschiedene Therapieoptionen und sollten dann schon auch mit der Patientin besprechen, was für sie jetzt in Frage kommt. Da gibt es jetzt kein richtig oder falsch oder dass man sagt, das ist aber wirksamer als das, also sollten wir das früher machen, sondern du sagst, naja, das ist schon eine sehr individuelle Sache auch. Ich glaube, das ist grundsätzlich so und ich glaube, das ist sozusagen ja die Konsequenz daraus, dass wir, ob es jetzt triple-negative Erkrankung, hormonrezeptor-positive Erkrankung, HER2-positive Erkrankung, dass wir mittlerweile Alternativen haben. Ja, und ich bin ja in der Kommission, die eben auch die Therapieempfehlungen für Deutschland rausgibt, sprich die AGU Mama, die sozusagen jedes Jahr unsere Leitlinien herausgibt. Und da entwickeln wir jedes Jahr einen sogenannten Algorithmus, also quasi wie so ein Entscheidungsbaum. Ja, wie kommt man sozusagen durch die entsprechenden Therapielinien? Und es ist, glaube ich, es ist erfreulich zu sehen, wie komplex die geworden sind. Ja, weil das eben bedeutet, dass man Alternativen hat und dass die Alternativen häufig wirklich auch Alternativen sind im Sinne von, die funktionieren wahrscheinlich ungefähr gleichermaßen, was zum Beispiel die zu wartende Wirksamkeit angeht. Und dann können eben solche Dinge wie Wunsch nach Tablettentherapie, nach Alternativen etc. wirklich auch zum Tragen kommen. Und ich glaube, es ist wichtig, nicht nur bei Triple Negativ, sondern grundsätzlich das gemeinsam zu besprechen und eben auch die Alternativen in den entsprechenden Linien sozusagen miteinander zu besprechen und auch sich zu überlegen, wenn wir das jetzt machen, was kommt dann? Je nachdem, wie bereit die Patientin oder der Patient auch ist in der Situation, auch das sozusagen zu besprechen. Ich glaube, das ist vielleicht nicht für jede Patientin optimal, aber es gibt, glaube ich, viele, wenn nicht sogar die Mehrzahl, die da auch mitbestimmen wollen. Und das ist wichtig, dass man das dann auch gemeinsam macht. Ich glaube, dafür machen wir ja auch sowas wie unseren Kongress. Und unser Motto ist ja auch für Menschen, die mitreden wollen. Also weil wir ja durchaus der Überzeugung sind, dass Patienten, die ihre Therapie mitentscheiden, dass die auch besser dahinter stehen. Genau. Wir haben jetzt eine Frage im Chat. Wenn der Tumor PD-L1 negativ ist, wie sieht dann die First Line aus? Also aktuell ist es immer noch so, auch wenn es ein bisschen in Vergessenheit geraten ist, dass wir noch das Avastin haben. Avastin ist ein Medikament, also ist der Verkaufsname, der ursprüngliche Name ist Bevacizumab. Das ist ein Medikament, das sich richtet gegen die Blutgefäßneubildung. Ja, das heißt sozusagen, Tumore brauchen ab einer gewissen Größe, wenn die wie so ein kleines Organ und brauchen Blutgefäße sozusagen, um sich selbst zu ernähren. Und das Bevacizumab ist eben ein Medikament, das diese Blutgefäßbildung unterbindet. Und üblicherweise auch das wird in Kombination mit einer Chemotherapie eingesetzt. Es ist so ein bisschen aufgrund der großartigen Wirksamkeit von Sacituzumab und auch von den Immuntherapien so ein bisschen, ja, sag mal, ins Hintertreffen geraten, das aber nach wie vor ein wirksames Medikament, das auch zugelassen ist. Ja, und tatsächlich muss man sagen, außerhalb einer PD-L1 positiven Situation, also bei Patientinnen mit PD-L1 negativen Tumor, ist in der Ersterkrankung sicherlich eine Chemotherapie mit Bevacizumab eine Option, die man anbieten sollte. Ja. Ist dann immer so ein bisschen die Frage, wenn möglicherweise in dieser Situation dann doch eine BRCA-Mutation vorliegt, wie dann sozusagen die Entscheidung sozusagen für eins der beiden Medikamente getroffen ist, glaube ich, bei den Patienten mit PD-L1 negativen Tumoren nicht so eindeutig ist wie bei den anderen. Aber Bevacizumab ist sicherlich eine Option, die man in der ersten Therapielinie mit diesen Patienten besprechen würde als Alternative. Und dann immer wieder ermutigen, wenn es möglich ist, erneut zu biopsieren, ne, weil der Tumor eben sehr stark sich ändern kann. Es kann durchaus sein, dass in weiteren Situationen sich sozusagen die Mutagenität und die Immunogenität des Tumors noch ändert und dann Immuntherapien im Weiteren doch noch zum Einsatz kommen können. Okay, das heißt, wir haben also tatsächlich jetzt diesen ganzen Strauß. Wenn du jetzt mal in die Zukunft guckst, jetzt wurde viel entwickelt, es wurde viel gemacht. War es das jetzt oder ist da irgendwie noch viel in Sicht? Oder gibt es vielleicht noch neue Biomarker, die interessant sind bei triple-negativen Tumoren? Gibt es da irgendwie noch was, was in naher Zukunft oder ferner Zukunft vielleicht noch relevant werden würde? Mach ruhig, genau. Du darfst es da dran kleben, guck mal. Da kannst du es dran kleben. Super. Entschuldige. Immer. Ja, das tatsächlich. Ja. Also ich glaube, es sind zwei Dinge, die relevant sind. Ich glaube, also mit der Immunologie sind wir mit Pembrolizumab und Atezolizumab noch nicht da angekommen,
also noch nicht am Ende angekommen. Ja? Das heißt, wir wissen mittlerweile sehr genau, über welche Form der Tumor und das Immunsystem interagieren. PD-L1 ist ein Hauptfaktor, aber wir wissen mittlerweile, dass es mehrere andere Strukturen gibt. Also LAG3 oder CTLA4, um einfach mal so ein paar Stichworte zu nennen, sind alles Mechanismen, mit denen wir diese Wechselwirkung Tumor und Immunsystem unterbinden können. Und es ist davon ausgegangen, dass wir auch eben bei der triple-negativen Erkrankung diese Medikamente, die gegen diese anderen ja, Vermittler sozusagen gerichtet sind, auch weiter sozusagen zum Einsatz bringen werden. Ich glaube, das ist so die eine Sache. Das andere, glaube ich, was wir alle sehr interessiert im Moment sehen, ist tatsächlich, ja, gleich. Bin gleich fertig, okay? Danach kriegst du was zu essen, versprochen. und das andere sozusagen, was tatsächlich relevant ist, ich glaube, vielleicht hast du auch so ein bisschen auf Freunde gespielt, ist die Diskussion um HER2-Low. Ja, HER2-Low, sozusagen aus dem Englischen, oder HER2-Niedrig, ist eine Diskussion, die wir eigentlich in diesem Jahr, oder Entschuldigung, im vergangenen Jahr jetzt intensiv geführt haben. Deswegen, weil das so ein bisschen diese ganz klassische Triple-Negativ-Diskussion aufweicht. Triple-Negativ heißt ja nicht HER2 komplett negativ, sondern HER2 nur, also auch unter Einschluss sozusagen geringer HER2-Positivität. Und wir haben sozusagen nur die Tumoren als HER2-positiv klassifiziert, die sehr, sehr hoch HER2 exprimieren, wie wir so schön sagen, 3+. Und alles, was darunter war, war üblicherweise eben nicht HER2-positiv. Und durch neue Medikamente, also allen voran das Trastuzumab deruxtecan, das offensichtlich auch bei HER2-Low, also bei niedriger HER2-Positivität wirkt, weichen auf einmal diese Grenzen so ein bisschen auf. Das heißt sozusagen, ein Teil der Patienten, die triple-negativ sind oder waren, sind auch immer noch triple-negativ. Die sind nämlich wirklich HER2-0. Und dann gibt es aber Tumoren, die sind HER2-1 oder 2 mit anderen negativen Tests. Und diese Patientin sozusagen sind sozusagen ehemals triple negativ, sind jetzt aber triple negativ HER2-low. Ja, und das heißt, bei diesen Medikamenten sind wir im Moment dabei zu schauen, inwiefern die klassischen HER2-zielgerichteten Therapien doch auch hier zum Einsatz kommen können. Das klassische Trastuzumab wird es offensichtlich nicht sein. Das braucht wirklich diese hohe HER2-Expression. Aber das Trastuzumab deruxtecan als ein sehr neues HER2-zielgerichtetes Medikament hat eben auch bei sehr niedriger HER2-Positivität Wirksamkeit gezeigt, sodass eben ein Teil der HER2-positiven Medikamente möglicherweise zukünftig auch bei Triple-Negativität eingesetzt werden kann, wenn es eben diese, ich nenne es mal, grenzwertige Triple-Negativität ist. Und ich glaube, da sind wir aber ganz am Anfang. Also keiner von uns weiß im Moment so, ob es welche Grenzwerte das sind, wie hoch das sein darf, ob das nur für dieses Trastuzumab deruxtecan oder auch für andere Medikamente gilt. Aber ich glaube, vereinfacht ausgedrückt, triple-negativ ist eben möglicherweise nicht mehr für alle Patienten triple-negativ, sondern es wird vielleicht eine Gruppe, oder man wird die triple-negativen unterscheiden in welche, die wirklich richtig triple-negativ sind, oder Patienten, die triple-negativ sind mit grenzwertiger HER2-Positivität und sozusagen damit auch eine neue Tür und neue Therapieoptionen aufmachen. Also eine Therapieoption ist ja jetzt zugelassen seit letzter Woche. Genau. Heißt das, dass alle Patientinnen, die einen triple-negativen Tumor haben, laut erstem Bescheid, jetzt nochmal nachfragen sollten, sofern das nicht sowieso von ärztlicher Seite kommt. Also einfach nochmal fragen, ist das jetzt wirklich negativ oder ist das ein bisschen? Genau, also ich glaube negativ, also nachfragen ist sowieso, also nachfragen ist grundsätzlich richtig, aber ich glaube gerade in diesem Kontext ist Nachfragen wichtig. Ja. Ich glaube sozusagen die meisten von uns Behandlern sind darauf geschärft, aber nicht alle möglicherweise, je nachdem wie sich so, sag mal, so ein Verlauf einer Erkrankung auch sozusagen über Monate und Jahre hinweg entwickelt, kann das durchaus sein, dass diese Information so ein bisschen ins Hintertreffen geraten ist. Ich glaube, es ist wichtig nochmal zu schauen, ob grenzwertige HER2-Positivität da ist. Ich glaube, was wir im Moment noch nicht genau wissen, ich habe ja versucht, so diese Therapiereihenfolge zu skizzieren, ja, jetzt unabhängig davon, ob PD-L1 positiv ist oder nicht. Wir wissen bis jetzt noch nicht so ganz genau, wie wir diese neuen Therapien, also Trastuzumab deruxtecan, was eben frisch zugelassen ist, in diese HER2-Low-Gruppe, wo wir das genau einsortieren sollen. Ja, weil man sagen muss, fairerweise die Studie, die dieses Trastuzumab deruxtecan untersucht hat, hat Patienten mit HER2-Low eingeschlossen, aber es konnten Patienten mit hormonrezeptor-positiven Tumoren und hormonrezeptor-negativen Tumoren eingeschlossen werden. Hormonrezeptor-negativ, HER2-Low, wäre sozusagen bis im letzten Jahr noch triple-negativ klassisch gewesen, aber das waren die geringsten. Also ungefähr nur 10% der Patienten würde man eben als triple-negativ bezeichnen und die anderen waren hormonrezeptor-positiv, HER2-Low.
Das heißt sozusagen, diese Aussagen steht auf statistisch noch etwas wackeligen Beinen. Ja, und ich glaube, das ist eine Sache, die man möglicherweise in die Entscheidung, ob man HER2-Low sozusagen jetzt verfolgt und das Medikament entsprechend einsetzt oder nicht, auch noch in die Entscheidung mit einbeziehen sollte. Aber wichtig ist, glaube ich, liegt eben grenzwertige HER2-Positivität vor. So haben wir möglicherweise hier wirklich eine sehr wirksame neue Therapieoption. Und ich denke, im Zweifelsfall sollte die auch eingesetzt werden. Das HER2 ist ja nicht ganz stabil, ne? Das kann ja auch irgendwann mal erscheinen. Genau. Würde sich es lohnen, wenn das jetzt tatsächlich mal null war und vielleicht nach ein, zwei Therapielinien oder wenn die letzte Biopsie schon länger zurückliegt, das nochmal zu bestimmen? Ja, und ich glaube, gar nicht mal nur wegen HER2-Low. Ich glaube, ganz grundsätzlich wissen wir, also HER2 ist instabil, aber auch Hormonrezeptoren sind instabil. Und es gibt gute Analysen, große Analysen, die zeigen, wie oft ist so der Wechsel oder die, wir sprechen von Diskordanz, also Unterschiede, ja, zum Beispiel im Vergleich Primärtumor-Metastase sozusagen nachzuvollziehen. Und man findet so ganz grob sicherlich so ungefähr in einem Drittel der Patienten Wechsel, sowohl von negativ zu positiv für einen der drei Faktoren, als auch von positiv zu negativ, also in alle Richtungen. Und das ist, glaube ich, wichtig, dass man sozusagen immer wieder prüft, ob wirklich tatsächlich Hormonrezeptoren immer noch negativ sind, ob das HER2 immer noch negativ ist. Und insbesondere jetzt, wo es nicht mehr darum geht, auf einmal ein richtig positives HER2 zu finden, so ein ganz kleines bisschen möglicherweise schon reicht für das Trastuzumab-Deruxtecan. Also ich denke, dieses Hinterfragen einer Triple-Negativität, ja, sollte jetzt vielleicht noch sogar etwas intensiver gemacht werden, aber ist grundsätzlich auch unabhängig von der HER2-Neu-Diskussion sehr, sehr wichtig, weil eben diese Faktoren sich verändern können. Ich habe mal noch eine ein bisschen schwierigere Frage, was mich immer so beschäftigt, aber vielleicht kann man da gar nicht viel zu sagen, aber du weißt, ich denke immer viel. Also, es gibt ja viele Tumoren, die mal hormonabhängig waren, vielleicht nach langer Zeit metastasieren und vielleicht auch schon behandelt sind im metastasierten Stadium und dann plötzlich triple negativ sind. Und dann gibt es die Tumoren, die immer schon triple negativ waren. Glaubst du, dass da in der Biologie ein Unterschied ist und im Ansprechen auf Medikamente? Oder dass man vielleicht bei den Tumoren, die geswitcht haben, quasi die Rezeptoren geändert haben, dass es da vielleicht mehr andere Biomarker gibt? Oder glaubst du, triple negativ ist triple negativ, wenn man jetzt alle mal untersuchen würde? Also ich glaube, der letzte Satz definitiv nicht. Also Triple Negativ ist definitiv nicht Triple Negativ, ne? Und es gibt ja extrem viele Untergruppen. Ich finde, allein schon klinisch merkt man das. Also es gibt Patienten zum Beispiel gerade bei Triple Negativ-Erkrankungen, die Monate, Jahre lang, auch wenn sie Metastasen haben, nur Befunde in den Lymphknoten haben. Ja, und nie tatsächlich einen Befall der lebenswichtigen Organe, zumindest für eine lange Zeit nicht haben. Während auf der anderen Seite manche Patienten direkt bei der Erstdiagnose von Metastasen, zum Beispiel Metastasen in der Lunge und der Leber haben. Und wir wissen, dass sie sich klinisch zum Beispiel ganz anders verhalten. Und es ist auch davon auszugehen, dass da Unterschiede in der Biologie da sind. Also ich glaube, das sieht man grundsätzlich. Das Problem, glaube ich, bei dem Rezeptorwechsel ist, dass wir bis dato immer noch nicht genau wissen, was der Grund dafür ist. Also ist das wirklich ein Wechsel? Also ist da eine Tumorzelle, die war Hormonrezeptor positiv und sozusagen durch eine Chemotherapie hat ihre Hormonrezeptoren ja verloren? Ja? Oder geht es darum, dass wir sagen, okay, ein Tumor besteht aus verschiedenen ja, Familienmitgliedern? Ja, und da gibt es Hormonrezeptor-positive Familienmitglieder und Hormonrezeptor-negative. Und die Hormonrezeptor-positiven werden vielleicht durch eine effektive Hormontherapie aussortiert und es bleiben nur die Hormonrezeptor-negativen über. Also sprich, wir sprechen von klonaler Selektion, ne? Also das sind verschiedene Populationen in einem Tumor und einige sozusagen schaffen wir therapeutisch sozusagen zu entfernen und einige bleiben über. Das wissen wir nicht. Ja, also es gibt wahrscheinlich wird es beides sein. Es gibt, also wir wissen durchaus, dass Tumoren, also auch Zellen sich verändern können unter Therapie. Aber wir wissen auch, dass es durchaus eben verschiedene Populationen in einem Tumor sind, von denen die eine Hälfte entfernt wird und die andere bleibt. Und ich glaube, dass die Frage, die du gestellt hast, genau das sozusagen mit einschließt. Ich kann mir vorstellen, ein Tumor, der sich wirklich verändert hat, ja, also wo eine Tumorzelle wirklich mal Hormonrezeptor positiv war und Hormonrezeptor negativ geworden ist, die ist deswegen biologisch nicht Hormonrezeptor negativ geworden, sondern da sind viele andere Dinge, die vorher schon da waren, die vielleicht auch immer noch da sind. Und es ist nur der reine Hormonrezeptor, der sich verändert hat. Wenn es aber wirklich unterschiedliche Gruppen sind, ja, dann sind das natürlich ganz unterschiedliche Biologien in einem Tumor. Und dies ist natürlich dann schwierig zu beurteilen. Aber das Bild der Familie ist spannend, finde ich, dass es solche und solche Familienmitglieder gibt.
Wir müssen jetzt mal sagen, für deine kleine Maus ist natürlich auch gemein, weil der Papa sitzt im anderen Raum beim Genau. Krebs. Wir mussten ein bisschen jonglieren. Das heißt, egal, wo sie hingeht, sitzen jetzt beide Eltern hier. Und aber sie kennt das und sie macht es großartig. Genau, ganz toll. Genau. Wir haben eine kurze Frage noch aus dem Chat. Gerne. Checkpoint-Inhibitor nach Checkpoint-Inhibitor. Würde das Sinn machen? Also Progress unter Atezolizumab könnte man dann noch Pembrolizumab einsetzen. Also ich glaube, ich könnte es mir einfach machen und sagen, gibt es keine Daten für. Ja? Mhm. Das, aber ich glaube, deswegen sind wir ja nicht hier. Ja, und es geht ja so ein bisschen darüber, ob es möglicherweise manchmal Situationen gibt, wo man darüber diskutieren kann. Grundsätzlich muss man sagen, also es gibt keine Daten, es gibt auch dementsprechend keine Zulassung. Das sind dann sicherlich Einzelfallentscheidungen. Grundsätzlich gerade im Fall Pembrolizumab und Atezolizumab gibt es aber durchaus Grund anzunehmen, dass das möglicherweise eine Rolle spielen könnte. Ja, weil tatsächlich sozusagen diese beiden Medikamente sich ja gegen unterschiedliche Strukturen richten. Das eine, also Pembrolizumab gegen PD-1 und das Atezolizumab gegen PD-L1, also gegen unterschiedliche Komponenten in diesem Wechselspiel zwischen Tumor und Immunsystem. Ja. Und wie die sich sozusagen verhalten, wenn das der eine Mechanismus nicht mehr funktioniert, sondern nur noch der andere, das muss sagen, weiß bis dato niemand. Ja. Also ich glaube sozusagen, solange man wirksame Therapiealternativen hat, das heißt, wenn, also jetzt einen konkreten Fall zu besprechen, wenn in einer Therapiesituation ein Checkpoint-Inhibitor gegeben worden ist und wir danach noch wirksame Optionen haben, wie zum Beispiel Sacituzumab govitecan mit guten Daten, wie zum Beispiel Trastuzumab deruxtecan mit vergleichbar guten Daten, wenn auch sozusagen nur wenigen Patienten in der Studie und auch natürlich einige Chemotherapien, die gut und getestet sind und mit denen man lange Erfahrung hat, dann ist es natürlich ein bisschen schwierig, ob man sozusagen sich auf einen Therapieansatz stützt, zu dem es nicht so viel Erfahrung gibt. Ja. Und da würde ich tatsächlich immer den Optionen, die getestet sind, von denen wir wissen, wie sie funktionieren, von denen wir auch wissen, wie Nebenwirkungen einzustufen sind, dann auch Vorrang geben. Niemand von uns weiß, was sozusagen mit dem Immunsystem und mit dem Körper auch auf der Nebenwirkungsseite passiert, wenn man erst sozusagen das Immunsystem durch die eine Therapieoption sozusagen beeinflusst hat und dann noch durch eine zweite. Also ich glaube, da sind so viele Fragezeichen, da wäre ich ein bisschen zurückhaltend. Ich kann mir trotzdem vorstellen oder ich unterstütze die Tatsache, dass es sinnvoll ist, sowas auch in weiteren Studien zu untersuchen. Ich glaube, aktuell in der Therapierealität wäre ich da zurückhaltend, mit Ausnahme vielleicht, wenn es wirklich Nebenwirkungen sind, wo man sagt, das ist vielleicht wirklich etwas, was aufgrund von Nebenwirkungen wirklich mit der einen Substanz eher zu tun hat, zum Beispiel allergische Reaktionen, wo man sagt, ich probiere das nochmal mit dem anderen Medikament, vielleicht habe ich da mit der allergischen Reaktion nicht das gleiche Problem, das könnte ich mir vorstellen, aber bei einer Resistenz wäre ich ein bisschen zurückhaltend. Okay, aber der Gedanke, wenn es von der Verträglichkeit war, deswegen abgesetzt war, ist eine andere Situation als genau. Ein Fortschreiten der Krankheit. Absolut, richtig. Ein Punkt haben wir noch nicht besprochen, die PARP-Inhibitoren bei BRCA-Mutation. Wann spielen die eine Rolle? Direkt First Line oder später? Also ich glaube, ich muss ein bisschen sagen, Punkt 1 ist, also viele Patienten kriegen den mittlerweile schon vorher. Ja, also das heißt, zugelassen sozusagen oder anwenden können wir das Olaparib schon in der frühen Situation. Das heißt, nicht alle Patienten oder viele Patienten, die jetzt in die metastasierte Situation kommen, haben möglicherweise auch schon das Olaparib vorher bekommen. Das heißt, da ist natürlich so ein bisschen die Frage, wie sieht es mit diesen Patienten in der metastasierten Situation aus? Da würde ich sicherlich zu dem Zeitpunkt, wenn eben die Metastasierung erstmalig aufgetreten ist, sicherlich über Therapiealternativen nachdenken und nicht auf das Olaparib, unter dem ja letztlich die Metastasierung oder als Folge dessen das aufgetreten ist. Ich glaube ansonsten, so wie ich gesagt habe, das Problem ist, dass viele der Medikamente im Moment nur in der ersten Situation eingesetzt werden. Die Diskussion, wem gibt man in der ersten Linie, also sozusagen bei erstmaligem Auftreten von Metastasen, Vorrang wird intensiv diskutiert. Also nimmt man das Olaparib tatsächlich bei Nachweis einer BRCA-Mutation oder setzt man sozusagen auf das Pferd Immunonkologie? Ja? Ich glaube, das wird nicht ganz einheitlich im Moment gesehen, aber ich glaube, spätestens in der zweiten Linie sollte auf jeden Fall das Olaparib zum Einsatz kommen. Das sollte also Bestandteil der ersten oder zweiten Linientherapie sein, immer unter der Voraussetzung, dass sowohl PD-L1 als auch eben das BRCA positiv sind. Mhm. In Fällen, wo das eben nicht der Fall ist, ist die Entscheidung, glaube ich, relativ einfach zu treffen. Aber wenn wirklich beide Optionen in der ersten Linie sozusagen zum Tragen kommen können, sollte sozusagen, oder die meisten setzen dann die Immunonkologie in der ersten Therapielinie ein, also Checkpoint-Inhibitoren und Olaparib in der zweiten. So das übliche Vorgehen und deswegen sollte es Olaparib spätestens in der zweiten Therapielinie gegeben werden.
Prima, und unsere Zeit ist schon rum. Ich kann es kaum glauben. Du stehst ja jetzt in dem separaten Raum noch interessiert. Mach ich. Zuschauern zur Verfügung, die noch Fragen haben. Und ihr habt mitgekriegt, alle, Conny kennt sich extrem gut aus mit überhaupt und aber speziell auch tribbelnegativen Tumoren. Das heißt, nutzt die Chance, stellt noch Fragen. Hier geht es gleich weiter noch mit einer Runde. Da könnt ihr euch auch nachher dann noch, wenn ihr zurückkommen wollt, einwählen. Renate und ich und auch Andrea Krull, die ja Eierstockkrebs moderiert. Wir wollen mit euch einfach noch mal ein bisschen besprechen, wo drückt der Schuh aus eurer Sicht, was können wir als Patientenvertreter für euch machen, also noch mal ein Austausch für uns. Conny, dir danke ich, weil ich sehe dich jetzt gleich nicht mehr. Sehr und zwar gerne. Nicht nur, dass du hier jetzt die Zeit investiert hast, sondern du und Hans-Christian Kohlberg, dein Mann, ihr seid immer für uns da, ihr seid für mich persönlich immer da, aber ihr seid auch immer für Mama Mia da, wenn Fragen sind, wenn Kongresse am Wochenende sind. Eure Tochter muss sich allein beschäftigen. Danke, 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 dass ihr immer, immer für uns da seid. Wirklich, ich weiß es ganz zu schätzen und ich glaube, die Community hier auch. Sehr, sehr gerne und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Ja, genau. In Person. Also von bis dahin. Ciao. Bis dann. Tschüss. Tschüss.